So, what alle meine lieben Freunde der Abendsonne bzw. des wunderschönen Tages. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr hattet ein Wunder. Oh, wir sind angechippt. Das ist eigentlich nicht so das, was ich will, aber was soll es. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag bis hierhin. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, wir spielen mal wieder. Es ist ja jetzt echt ein bisschen länger wieder her, muss man traurigerweise schon wirklich sagen. Es ist ein bisschen länger her. Dass wir gestreamt haben, weil momentan zeitlich durch GPL alles ein bisschen a little bit schwieriger ist. Und hallo Tim, hallo Lea, ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen Tag bis hierhin. Wir haben ansonsten auf jeden Fall immer noch ähnliche Pappenheimer dabei. Ich glaube allerdings, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Spaß mit Klingklang hier auch mit drin. Ich merke gerade, wir haben 3 Levitate-Mons, wow, stark. Nicht schlecht. Und hallo Rodeo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag bis hierhin. Wir wollen auf jeden Fall heute eigentlich, wenn es klappen sollte, bis zum 7. Orden, zumindest bis zur Stadt auf jeden Fall spielen. Weil ich muss einfach mal wieder ein bisschen Progress machen, weil wir sitzen jetzt doch schon recht lange, würde ich sagen, an diesem Spiel. Dementsprechend wird es jetzt langsam mal Zeit, es zu beenden. Aber wir brauchen halt noch ein paar Streams. Dafür ist so die Sache. Wir haben jetzt. Boah, lasst mich nicht lügen. Wir müssen halt noch Minimum 3 Streams, glaube ich, nach dem hier machen. Weil ansonsten zeitlich wird es wahrscheinlich anders nicht hinhauen. Und hallo Galfano, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Und natürlich schöne Ostern wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, wenn ihr da irgendwie in irgendeiner Form feiert. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr einfach ein paar freien Tage genossen habt. Weil ich habe sie sehr genossen, jetzt so 4 Tage. 4 Tage nur arbeiten, dann 4 Tage jetzt quasi am Stück frei. Jetzt wieder 4 Tage frei und dann Wochenende. Ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr gerne nehme. Wobei ich jetzt dann hiernach wieder 3 Wochen ganz normal arbeiten muss. Und das ist halt so. Naja, ne? Meine Begeisterung dafür hält sich dann doch etwas sehr in Grenzen. Muss ich gestehen. Aber naja, da gucken wir einfach mal, wie das Ganze dann am Ende so rausläuft. Und hallo Power Pika, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag bis hierhin. Hallöchen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe in diesem Monat legit kein Geld für meinen monatlichen 5 Euro und den Sub. Uiuiuiuiuiui. Aber ist doch alles gut. Ist ja kein Drama. Ihr sollt ja auch sowas nur machen, wenn ihr wirklich die Möglichkeit dazu habt. Und wenn's halt einfach nicht geht, dann geht's einfach nicht. Das ist ja auch keine schlimme Sache. Okay, ich wollte gerade sagen, Dual Wingbeat, na gut. Wilde Animation dafür, muss ich sagen. Einfach quasi Klammer mal 2. Auch nicht schlecht. Kriege ich davon? Okay, ich krieg doch ganz gut Damage davon. Schade eigentlich. Aber ja. Mir geht's auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Ich habe jetzt heute eigentlich nur. Also irgendwie, ich bin aufgewacht, war mit dem Hund unterwegs. Habe dann GPL-Team technisch noch mal ein bisschen mir einige Gedanken gemacht. Und habe dann aufgenommen, gegessen, dann wieder aufgenommen. Ah, stopp, andere Seite. Dann, glaube ich, ich habe eigentlich durchgehend aufgenommen. Und eigentlich trotzdem nicht. Yo! Okay, Spiritu, ein bisschen wilder Encounter hier drin. Und eigentlich am Ende trotzdem nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich gerne geschafft hätte, muss ich gestehen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich war die ganze Zeit durchgehend beschäftigt. Aber am Ende war es dann auch irgendwie, weiß ich nicht, lief's nicht so schnell, wie ich gehofft hatte. Und hallo Uwe, hallo Starra, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid einen wunderschönen Tag bis hierhin. Hallöchen. Einfach meine Streak, aber kann man nichts machen. Ja, das ist dann, also damit leben wir halt einfach, ne? Der ist jetzt, glaube ich, auch kein Drama und wer weiß. Also, ich sage jetzt mal so, sind wir realistisch, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Shadowball. Dass irgendjemand dir einen Sub ab irgendeinem Punkt giften wird. Das ist halt so. Das ist das Ding. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir machen Hex auf jeden Fall weg. Im Bett chillen. Boah, im Bett chillen, das wär's. Ich weiß nicht, so die letzten Tage bin ich auch so. So kaputt, erschöpft ein bisschen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Arbeitswoche halt so ein bisschen stressiger war als sonst. Weil ich so Aufgabe vom Chef bekommen habe und wenn man Aufgabe vom Chef bekommt, immer ein bisschen schwieriger, siehst du. Tim, vielen, vielen, vielen Dank, dass du Redigo einen nice Sub schenkst. Kuss, dankeschön. Aber auf jeden Fall, warte, kam da jetzt eine Anzeige eigentlich? Oder war da keine Anzeige? Bin ich jetzt blöd? Habe ich die Anzeige verpasst? Doch, es war eine Anzeige da, okay.
Deshalb ist alles gut. Dann passt das. Ich dachte kurz, sie wäre maybe nicht da. Das wäre dann ein bisschen doof, weil die soll ja natürlich da sein. Es wäre ja doof, wenn nicht. Ja, und ansonsten. Boah, lass mich mal überlegen, ob noch irgendwas ansteht. Steht noch was an die Woche? Darüber werde ich aber vielleicht erst nächste Woche oder so reden. Ansonsten, boah, ich muss diese Woche zwei GPA-Kämpfe machen, weil Maxi hat Prüfungsphase jetzt dann und will deshalb früher spielen. Das heißt, ich habe jetzt Mittwoch einen GPA-Kampf und Freitag einen GPA-Kampf. Dementsprechend, ja, muss ich auch irgendwann Teambuildings und alles aufnehmen. Dementsprechend habe ich eigentlich im Endeffekt halt echt nur heute Zeit, wirklich zu streamen. Deshalb dachte ich mir auch, wenn ich nach der Aufnahme, also ich habe ja jetzt durchgehend wirklich aufgenommen, ne? Auch mit Kuscha aufgenommen und alles drum und dran. Und ich dachte mir, boah, eigentlich gar keinen Bock jetzt zu streamen. Aber dann dachte ich mir, du hast wahrscheinlich in der Woche gar keine andere Möglichkeit mehr zu streamen. Deshalb komm, mach es jetzt einfach. Und ja, dementsprechend sitze ich jetzt hier und streame. Und hallo Nudelsalat, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. GPL ist tatsächlich unironisch sehr, sehr viel Stress. Das ist tatsächlich durchaus korrekt. Wir gucken mal kurz, was es hier für Mons gibt, außer Quagsire. Weil es mich natürlich interessiert. Maybe finden wir hier nochmal was Cooles. Da wird es wieder mit Bewerbungen anfangen. Gar kein Bock, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt saunervig. Aber ich sag, lieber nochmal neu suchen, als wenn du dich da jetzt wirklich komplett durchquälen würdest. Also wirklich komplett durchquälst. Prüfungsphase habe ich auch bald. Ich glaube, bei mir, also bei mir dauert es Gott sei Dank noch so. Ich habe momentan nur ganz normal so Schulaufgaben. Also das ist halt in der Ausbildung jetzt nicht so gestresst. Vor allem in meiner nächsten Berufsschulwoche habe ich in Englisch eine Schulaufgabe, wofür ich nichts, aber wirklich gar nichts lernen werde. Das kann ich schon mal garantieren, dass da nichts gelernt wird, weil nee, nee, also das Englisch in der Berufsschule, nee. Oh, warte mal, die will ein Pokémon Battle haben. Oh! Und es ist ein Doppelkampf. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Das kam etwas unerwartet. Okay, ich glaube, ich werde einfach auf Wutanfall gehen, weil egal, wen ich hitte, bin ich fein mit. Und ich glaube, dass Kreine hier so der beste Switchout ist. Ja, Englisch und über Deutsch reden. Also Deutsch habe ich gar nicht, weil ich Abi habe. Dementsprechend musste ich das, glaube ich, auch gar nicht machen. Oder belegen, ich weiß nicht. Ich glaube, an meinem Studium liegt es nicht, weil ich habe ja mal angefangen zu studieren, aber das dürfte irrelevant sein. Aber da bin ich sehr froh, dass das einfach gar nicht der Fall ist, dass ich da irgendwie mich dran setzen muss an die Kacke. Da bin ich sehr froh. Okay, das war echt viel Schaden. What the fuck? Warum war das so viel Schaden? Ich glaube, ich will dieses Mushana weghauen. Hallo Nasty Plot, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Und nein, ich muss Gen 6 nicht nochmal spielen. Sag dir ehrlich, ich glaube sogar, wenn ich Gen 6 nochmal spiele, fände ich Gen 6 sogar schlechter. Ich glaube, dann werde ich mir noch eher denken, ah, weiß ich jetzt nicht, Gen 6. Na. Und hallo Flo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Hallöchen und schönen Ostern. Ja, komm, wir schicken mal Klingklang rein. Ich denke, das ist noch mit das Beste, was man hier so reinschicken kann. Ember, ja. Gut, dass ich hier Klingklang reingeschickt habe. Das ist natürlich wieder optimal. Dann schicken wir Seismitoad rein und schallern mal das Mushana weg. Ja, ansonsten, ja, das war halt wieder meine ganze Woche. Die ist schon wieder komplett durchgetaktet, bin ich ehrlich. Also wirklich, es steht halt jeden Tag irgendwie was an. Sei es GPL, sei es irgendwas anderes. Also eigentlich die ganze Woche besteht fast aus GPL, muss ich gestehen. Oh mein Gott, das wird auch auf Seismitoad wehtun. Gerade mit dem Fire Jet. Wow. Ja? Was? Oh, sag mir jetzt bitte nicht, sie hat einfach beide oder alle Starter. Okay, aber gestern wird hier der Grass-Move kommen. Und dann versuche ich mit Moonblast, I guess, noch viel Damage of Superior zu hinterlassen, weil der wahrscheinlich Drache ist. Sollen wir vielleicht keine GPL-Spoiler in den Titel schreiben? Das können wir gerne machen, ja, sehe ich. Ist meine erste GPL während der Ausbildung, ja. Ich bin um 10 Uhr aufgestanden, um spontan Overwatch in einem Stream mitzuspielen. Der Tag ist gelaufen. Ah, nicht schlecht.
Aber ist auch die erste GPS. Aber hat ja auch damit nichts zu tun. Also ich sag, selbst wenn ich jetzt nicht in der Ausbildung wäre, wäre es stressig, weil zwei GPL-Spieltage in der Woche sind allgemein ein bisschen schwierig. Mal sehen, ob das was beeinflusst. Das wird sicher was beeinflussen. Also sei es einfach nur ein bisschen weniger Zeit in das Team. Wobei eigentlich, ich glaube, ich stecke auch nicht wirklich weniger Zeit ins Teambuilding. Oh my goodness. Ins Teambuilding. Ich glaube, es kommt auf relativ dasselbe hinaus. Ja, wir müssen halt Surfer klicken. Das größere Problem wird, glaube ich, eher, dass ich halt leichter Fehler, also Flüchtigkeitsfehler bei sowas wie... Oh mein Gott, ich glaube, das war's mit Seismic Toad. Ich glaube, ich werde halt schneller Flüchtigkeitsfehler bei sowas wie den Grafiken beziehungsweise der Teambuilding-Grafiken haben. Weil die Teambuilding-Grafiken sind im Übrigen auch neu, ne? Gut vom Max gemacht, richtig knackig. Und das dauert halt alles seine gute Zeit, das hinzubekommen. Boah, ich... Uiuiuiui. Das sieht gar nicht so gut für mich aus, wenn ich so mir das gerade angucke. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. U-Turn maybe Hexorus. Ich muss halt Embor wegkriegen, auf jeden Fall. Dragonclaw kommt auf Electros, das ist... Guess besser. Oh mein Gott. Okay, Embor ist schneller als Sibirio. Das ist der Tod für Embor. Und das ist auch, glaube ich, die Niederlage dann. Es sah halt am Anfang gar nicht mal so ass aus, muss ich sagen. Ich habe halt nicht zum Hexorus richtig geil zu hitten. Ja, wow, der lebt das sogar noch. Das ist ja, ja. Geil, ne? Geil. Also wir kriegen halt jetzt noch... Ja, es ist wurscht. Wir kriegen jetzt noch einen Mon weg vielleicht. Ja, nein, kriegen wir auch nicht mehr durch Damage Roll. Der Nightbot braucht einen Stupser. Okay. Warum noch? Ah, es kann sein, dass dadurch, dass ich mich irgendwie neu anmelden musste. Ah ja, ich muss ihn neu autorisieren. So, jetzt glaube ich, müsste er eigentlich vorhanden sein. Also es würde mich jetzt wundern, also wenn er jetzt nicht geht, dann weiß ich nicht, was er noch machen soll. Oder was ich noch machen soll. Jetzt muss ich vor allem einmal kurz überlegen. Mit was war der Lied? Mienschau plus Dings, ne? Das heißt, ich würde da eigentlich ganz gerne... Ja, ich denke, das ist so der beste Lied, den ich machen kann. Mit Electros, I guess, zusammen. Das sollte passen. Also er sollte eigentlich wieder drin sein. So viel kann ich sagen. Kann sein, dass es eine Weile dauert. Weil ich sehe jetzt nicht, was ich noch machen kann. Weil er sollte da sein. Deshalb bin ich leicht verwirrt, warum nicht. Aber na gut. Damit müssen wir uns jetzt wohl leider abfinden. Soll ich U-Turn jetzt auf das Musha... Ah nein, Moment. Der da drüben hatte den Sash, ne? Aber da ich eh nichts... Ja, wobei Samurott wird wahrscheinlich noch kommen. Das heißt, ich U-Turne, glaube ich, gegen Mienschau und Shadow Baller das Mishana. Gut, der wird gefaked, das passt. Aber ja. Ansonsten, was passiert bei euch so im Leben? Gibt es irgendwas Spannendes, was geschehen ist, wo ihr sagt, yo, das und das und das und das ist passiert, Downy, war richtig kacke oder war mega geil. Feier ich dick. Ich U-Turn jetzt auf Mushana. Und da Draining kissen wir und schauen, dass wir wieder einigermaßen viele KP zurückholen. Ich werde morgen zum Friseur gezwungen. Naja, dann wird ja dementsprechend auch dein Buschelköpfchen aussehen, wenn du gezwungen werden musst. Boah, richtig viel KP wieder. Geil. Das ist ein Crit. Arschloch. Er wird dein kleines Wuschelköpfchen schon dementsprechend, ne? So sagen, yo, das muss ja fast dann sein. Aber ja, bei mir, wie gesagt, ne, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Arbeitswoche wird, weil eigentlich die Aufgabe, die ich so vom Chef habe, ist jetzt auch noch nicht direkt rum. Ich hasse es immer, wenn man Aufgaben vom Chef bekommt, ne? Weil einfach, das setzt einen irgendwie immer so unter Druck und und nee. Und es taugt mir ja gar nicht. Boah, das ist schwierig. Ich denke mal, Leon ist fein. Und ich kann hier wieder versuchen, KP zurückzugewinnen. Ich würde aber eigentlich auch gerne Mienschau rausnehmen.
glaube, ich versuch's erstmal so. Ich stelle mir Flo mit so einer Wolverock-Mähne vor. Wahrscheinlich ist auch so ähnlich. Das einzig Spannende war, dass ich 5 Kessel getragen und ausgetauscht habe. Ach du Kacke. Das klingt echt weird und komisch. Also ich muss sagen, Kreine macht schon auch mit Draining Kiss gut Schaden und heilt sich halt jetzt auch wieder richtig geil hoch. Was hat der? Eine Citrus Berry, I guess? Okay, ist eine Citrus Berry Leaf Storm. Sollte noch okay sein. Aua. Das hat schon mal sehr wehgetan, mir ein Schaugreif. Bitte. Leben wir den Rock Slide noch mit dem Smagius? Uiuiui, Arsch auf Eimer. Arsch auf Eimer knapp. So, Flame Wheel auf Mienschau. Wobei, stopp. Ich glaube, Mienschau wird maybe hier mit der Kampfattacke drauf. Ja, gut, ne. Was will ich in den CC werfen? Eigentlich liegt... Brauche ich Yukiko eigentlich noch? Ja, Hexerus kommt noch. Ja, hm. I guess, dann muss das wohl so sein. Ich sag, wenn man so geil wie Wolverock aussehen kann, würde ich es eingehen. Na gut. Jetzt gerade Eierspeise, ist lecker. Boah, worauf ich jetzt actually Bock hätte, muss ich sagen, wäre so ein Eis. Ich glaube, so ein Eis, das würde ich jetzt feiern. Das wäre ja super sweet. Doch, ein Eis würde ich jetzt, glaube ich, feiern. Da hätte ich Lust drauf. So ein schönes Schoko-Eis. So richtig schön schokoladisch. Oh. Das wäre jetzt echt. Lol. Klingklang ist schneller als mir. Ciao, okay. Für ein Eis wäre es mir zu kalt hier. Ich glaube, damit habe ich nie ein Problem. Also so dieses zu kalt ist jetzt eher nicht so ein Ding, wo ich mir denke, oh nein. Das ist aber kalt, du. Da bin ich Gott sei Dank so gar nicht der Typ, der sich denkt, ah, das wäre jetzt nervig für mich. Ich denke mir meistens so, ah, nee. Ich habe hier 3 verschiedene Boxen, wenn du willst. Oh, das wäre stark. Und hallo Leon, hallo Evan. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Da will ich eine Nasog mit einem Freund machen, der gerade auf Bali ist und dann hat er einfach einen Stromausfall. F an dich, Evan. F an dich oder euch. Ich muss immer mit meinen Mandeln aufpassen. Ja gut, das ist nochmal was anderes. Da sehe ich es dann auch wieder. Wave Crash. Ah, das ist doch der Dings-Move. Aua. Ah, der hat Recoil. Ah, der hat Leben-Warp. Samurott bleibt einfach direkt unterm Boden. Das ist okay für mich. Das kann er gerne machen. Ich wurde gestern auch schief von meiner Familie angeguckt, weil ich bei 18 Grad mit Kurzhose zum Osterfeuer gegangen bin. Mir ist nichts zu kalt. Ja, nichts. Das ist ein Crit. Mir. Das ist halt wieder mega kacke. Und hallo, Mr. M. Ich habe dir jetzt gehört und vielen Dank für den nice Resub. Ich wünsche viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Aber ja, ich war gestern auch also mit kurzer Hose meistens unterwegs, weil so kalt ist es nicht. Wie lange streamt da auch nicht schon? Noch nicht wirklich lange, würde ich sagen. Wieso? 17 Minuten kommt ganz gut hin. Wieso, was habe ich jetzt schon wieder getan? Was ist passiert? So, wir heilen mal kurz, Kreine Wand. Was ist denn mit Miss Magius gerade los? Der killt ja alles. What the actual fuck? Einfach alles getötet und immer wieder voll geheilt. Stimmt, du siehst es sogar in der Mod-Ansicht, never mind. Flare Blitz, weil mir die Twitch-Benachrichtigung gerade erst kam. Oh, doof. Stuhl abbezahlen, ja. Ich habe mir, hallo Max, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich habe mir einen neuen Stuhl gekauft und dann dachte ich mir, ich stelle das jetzt einfach alles rein und dachte mir, ja, warum nicht? Ist ja auch eigentlich, wenn Leute Bock haben, da ich höre dir das Knirschen nicht. Und ich dachte mir so, wenn dieser Stuhl nämlich in diesem Monat abbezahlt, oder wenn der Stuhl abbezahlt wird, dann habe ich in diesem Monat kein Verlustgeschäft gemacht, weil die Ausgaben in diesem Monat waren schon ganz gut da. Also ich habe bisher, glaube ich, noch nie in meinem Leben... Also das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, seit ich in der Ausbildung bin, habe ich halt bisher jeden Monat immer Plus gemacht. Und das war jetzt so der erste Monat, in dem ich potenziell jetzt Minus mache. Hast du dir einen geilen Gaming-Stuhl von DX Racer geholt? Nee, ich habe mir tatsächlich halt einfach für 200 so einen normalen Bürostuhl geholt. Weil ich bin ehrlich... Wenn ich dann auch irgendwann über diesen Computer durchaus mal... also ich habe noch so ein Problem. Wenn ich jemals eine Webcam habe und im Hintergrund mein Kallux oder wie auch immer das Regal heißt, steht mit dem Pokémon-Plüschis und ich dann zu Hause bin und Homeoffice habe, weiß ich nicht. Das ist dann auch ein bisschen unangenehm, muss ich gestehen. Deshalb habe ich mir auch zum Beispiel keinen Gaming-Stuhl geholt, weil ich mir dachte... Weiß ich nicht, das finde ich auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Da muss ja nicht jeder wissen, dass ich mir da direkt sogar einen Gaming-Stuhl sogar ranhole. Der muss einfach nicht sein. Deshalb habe ich mir so einen normalen... Weil das Ding ist,
Das ist nicht unangenehm, das was zum Flexen weiß man nicht. Billex, vielen Dank für den neuesten Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. In den gehe ich denn jetzt einmal ganz kurz in dich hier. Auf jeden Fall, ja, das Schwierige ist halt, ich hatte halt einfach keinen Bock. Und die Gaming-Stühle sind meistens teurer. Das ist so ein bisschen das Problem, dass Gaming-Stühle meistens nochmal eine Sparte teurer sind. Ich glaube, ich will erstmal dieses Garados wegflexen. Gaming-Stühle sind ergonomisch besser, echt? Okay, das ist krass. Also ja, doch, ich glaube, das wusste ich sogar. Aber bin ehrlich, ist okay, es ist halt billiger, deshalb nehme ich es einfach. Ich wollte halt eben keine gigantische Ausgaben machen und mein Problem war auch, ich habe ja beim letzten Mal den Gaming-Stuhl, ich hatte beim letzten Mal den Gaming-Stuhl für, was war das, roundabout 250 bis 300 geholt. Und nach 2 Wochen hat er schon gequietscht und hat bei Gott nicht aufgehört zu quietschen. Und ich hoffe, das passiert bei dem hier nicht. Deshalb bin ich da so ein bisschen pessimistisch, nenne ich es jetzt mal. Und denke mir so, na, Gaming-Stuhl, weiß ich nicht. Bin ich irgendwie nicht ganz so gut drauf zu sprechen. Metagross. What the fuck haben die hier für Teams? Also das ist schon ein bisschen strong. Bin ich ehrlich. Oh. Deshalb hat Dazzling Gleam so viel Damage gemacht. Mushana ist in dem Spiel eine Fee. Ah, das erklärt einiges. Okay, gut zu wissen. Aber ja, deshalb, da gucken wir einfach mal, wie oder was wir... Also ich werde ja, ich habe jetzt den Stuhl. Und bei dem Stuhl bleibt es jetzt erstmal. Dementsprechend, ja. Ich finde es auch krass, wie da einfach so die Modwelle aus Rodeo und Flo ist mit den ganzen Schwertern die ganze Zeit. Ach ja. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne demnächst Redux hier beenden, weil Redux geht mir eigentlich schon ein bisschen zu lange, muss ich gestehen. Deshalb schaue ich, dass ich jetzt möglichst das so ein bisschen durchpushe, durchpower. Und dann muss ich einfach mal gucken, ich bin mir noch unsicher, was wir so hier nachmachen. Ich habe eine Idee, ich bin was am Überlegen, was ich eigentlich erst als YouTube-Form bringen wollte, was aber nicht geht, weil mir da zu viele Bugs drin sind. Aber deshalb, ich glaube, das kann man im Stream trotzdem machen. Und zwar eine Pokémon-strahlender Diamant-Randomizer. So ein bisschen in eine Extreme-Randomizer-Richtung. Dann stream mehr down. Ja, wenn du mir die Zeit dafür gibst, dann mache ich das. Kein Problem, Leon. Wenn ich die Zeit dafür hätte, würde ich ja mehr streamen. Aber wenn ich halt 2 GPA-Kämpfe in der Woche machen muss, dann halt auch noch irgendwann mal gerne was mit meiner Freundin machen würde und alles. Deshalb ja, Shigo-Switch oder normale Switch? Über die Shigo-Switch habe ich eine Möglichkeit gefunden, das hinzubekommen. Deshalb mache ich es auch dann darüber. Deshalb, ich glaube, das werden wir tatsächlich als nächstes Projekt machen, weil ich da durchaus Lust drauf hätte. Und maybe je nachdem, wie buggy es am Ende dann sein wird, weil es gibt schon ein paar nervige Bugs, die mir nicht so getaugt haben, mache ich da maybe einfach einen Zusammenschnitt oder so draus. Und dann spielen wir damit so ein bisschen rum. Und dann kommt das auf YouTube. Maybe mache ich das. Vielleicht auch nicht. Schauen wir einfach mal, wie ich Lust und Laune habe. Downy muss sein Doppelleben als Azubi und Famous Downy Downs in einen Hut bringen. Also, so weird, wie du das ausgedrückt hast, so wahr ist es aber halt trotzdem, ne? Und wie gesagt, solange ich noch sehr viel rumpendeln muss und alles, funktioniert das halt einfach nicht. Ich sage, an dem Punkt, an dem ich umgezogen bin, wird sich, denke ich, einiges ändern. Da habe ich mehr Zeit für meine Freunde, mehr Zeit für YouTube, mehr Zeit für Twitch. Das dann funktioniert. Dann denke ich, werde ich auch meine 3 Streams sogar in der Woche schaffen können. Deshalb, ich glaube, da kriegt man das dann schon ganz gut hin. Habe ich noch Max Repeller? Ich glaube, ja. Was für eine Ausbildung machst du? Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für E-Commerce, aka Online-Marketing. Oh, Spoink und Dradigan. Zieh mal bitte aus Bayern raus. Wieso soll ich aus Bayern rausziehen? Ich sage euch ehrlich, alle, die Bayern immer haten, denke ich mir auch so. Also der einzige Punkt, den ich an Bayern richtig kacke finde, ist, dass Bayern, schieß mich ab, ekelhaft, pervers, teuer ist. Das ist halt so das, was mir am meisten an Bayern auf die Eier geht. Also gerade so, in Richtung,
In Richtung München, das ist das. Hält Bayern nicht, du bist einfach nur, nur am Arsch der Welt. Vielleicht seid ihr auch nur am Arsch der Welt. Ja, Bundesland hält es eh. Ja, es ist ja eh auch eine Meme-Sache. Hau mal Frostless weg. Deshalb, also ja. Auf jeden Fall, finde ich es nämlich eigentlich ganz schön hier. Vor allem haben wir sau viele Feiertage und alles. Deshalb, ich feiere es halt einfach so viele Feiertage mitzunehmen. Deshalb, da bin ich halt dick dabei. Als ob einfach. Ah ne, never mind, das war Mushanas Shadow Ball. Ich wollte gerade sagen, als ob jetzt hier der Double Shadow Ball kommt. Online-Marketing, vielleicht nehme ich deine Dienste irgendwann in Anspruch. Ja, also, ich meine, maybe. Also, ich sage euch ehrlich, ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen. Was, ob ich so jemand, also das kommt, da kann man nach der Ausbildung alles drum und dran noch überlegen, aber ob ich mich so irgendwann selbstständig damit machen will, weil man hätte da durchaus die Möglichkeit. Die Frage ist, auf was spezialisiert man sich dann? So, da könnte man halt auch wieder gucken, ob ich irgendwas finde, ob man so sagt, ob man allgemein einfach für andere Seiten baut, beziehungsweise halt sowas in die Richtung macht, oder also den Online-Marketing betreibt. Oder ob man eher in Richtung selber Online-Marketing machen geht, weil da kann man schon gut Asche verdienen, Neuer bin ich ehrlich. Pappenheimer. Das ist krass. Er feiert Feiertage, Lodi. Ich werde Anlagenmechanikerin. Wenn du Heizungen brauchst, sag ruhig Bescheid. Ich sag, Heizungen brauchen immer gut. Und Kreine, vielen Dank für deinen nicen Resub. Mal wieder mit richtig geiler, ehrenmannmäßiger Stufe 3. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Und Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. E-Commerce, hast du viel Kundenkontakt und sitzt du mehr oder stehst du mehr? Also ich sitze definitiv mehr, ich sitze nur und ich habe kaum Kundenkontakt. Deshalb, ja, da bin ich eigentlich recht weit weg vom Kundenkontakt. Also es gibt einen Bereich, also halt in der, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, es tut mir leid. Es fällt mir gerade nicht ein, es tut mir leid. Auf jeden Fall gibt es halt eine Position, in der ich halt fast gar nicht bin, wo man Kundenkontakt hätte und mit denen telefoniert, aber ansonsten eher eigentlich gar nicht. Eigentlich gar keinen Kundenkontakt habe ich bis hierhin. Ah, das ist krass. Während des Studiums auch ein Marketing-Zertifikat machen per Fernuni ist ganz geil, glaube ich, so Methodik zu lernen. Zu lernen und zu kennen. Ja, also ich gehe damit, also das kann ich nur so unterschreiben, ist eine sehr, sehr coole Sache, muss ich sagen. Also da lernst du halt recht viel. Und vor allem ist es ja auch einfach nur praktisch für sowas. Kommt natürlich drauf an, was du am Ende machen willst, ne? Aber ja. Das Madbo nimmt gerade Erika gerade zum zweiten Mal. Hops, Glückwunsch. Oh Scheiße, das wird mir in Schau auch wegschallern. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das Aggron jetzt rausgenommen wird. Mir gefällt gerade nicht, was für zwei dicke Dinger da leben. Flo einfach ganz verzweifelt. Pikachu ist aber gottlos, jedoch verdient krepiert. Konnte mit Britzel Turbo Crit nicht mein Golbat besiegen. Na gut. Ich weiß gar nicht. Habe ich das Pikachu? Ich habe auch gesehen, Kreiner hat sich. Was? Headlong? Was? Was hat er eingesetzt? Es droppt seine Defense und Special Defense. Was hat er eingesetzt? Headlong irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott, er hat den Double Flinch bekommen. Was war das? Was ist das Headlong irgendwas? Ich kenne das nicht, was ist das? Bitte, okay, Rockslide, das können wir leben und wenn wir nicht flinchen, ist alles gut. Okay, Surfer, das sollte beide ganz gut umnieten. Also bei Kreiner habe ich auch wieder gesehen, der ist einfach am Let's Go Pikachu spielen und da dachte ich mir auch, krass, also ich bin ehrlich, ich habe ja ewig niemanden mehr Let's Go Pikachu spielen sehen. Also nicht mal als Randomizer oder irgendwas. Habe ich übrigens kurz was getrunken. Da war der Downy die Sip am Start. Dementsprechend ja. Also mein Ziel wäre es auf jeden Fall, aber durch diese Ausbildung und so schon ganz gut Geld zu verdienen. Weil ich sage, wenn ich in Bayern leben will. Also ich will jetzt auf jeden Fall nicht, also beziehungsweise meine Freundin und ich, wollen halt definitiv nicht die ganze Zeit im Bereich München bleiben. Da sind wir uns beide eigentlich einig. Wir werden da wahrscheinlich ab irgendeinem Punkt eher in so Richtung Nürnberg gehen, wo du halt einfach sehr viel weniger auch zahlst. Trotzdem immer noch eine sehr gute Anbindung über
über Busbahn und sowas hast, was mir noch relativ wichtig ist. Klang nach keiner Paulaner. Nee, das war keine Paulaner, das war eine Apfelschorle. Let's Go, aber auch so unfassbar gute Spiele, findest du? Weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, wenn ich ehrlich bin. Ich sage, es sind durchwachsene Spiele. Also sie sind jetzt nicht unfassbar schlecht, aber sind jetzt halt auch nicht mega geil. Also ich hatte Spaß beim Durchspielen, aber ich hätte jetzt auch nicht das Verlangen, das Spiel jemals nochmal durchzuspielen. Aber wenn ihr da meine genauere Meinung haben wollt, schaut euch die heutige Tierliste an. Weil ich habe mir gedacht, wir Firelash kann der wild. Was hat denn Firelash für eine wilde Animation? Na gut. Replayability von Let's Go, ja. Die ist genauso weit weg wie Pokémon Legends Arceus, Sword and Shield. Ja, das war's eigentlich. Das reicht aber, glaube ich, auch schon. Ich bin ehrlich, das reicht eigentlich auch schon. Also, ja, deshalb, wie gesagt, nee. Einfach nee. Ich habe Legends immer noch nicht durch und ich sage ehrlich, es ist okay. Es ist okay. Es macht halt, also, wenn man das erste Mal spielt, mega nice. Wenn man es am zweiten Tag spielt, denkt man sich auch immer noch mega nice. Am dritten Tag denkt man sich so, irgendwie habe ich heute gar nicht so viel Lust. Und am vierten Tag denkt man sich so, ja, gar keinen Bock mehr. Also ich habe halt auch meine 30 Spielstunden in Arceus. Deshalb, ich habe meine 60 Euro, glaube ich, sehr gut. Oh mein Gott. Sehr gut genutzt. Aber ja. Meine größte Enttäuschung. Ich fand halt Legends of Arceus nicht so. Es war halt so ziemlich das, was ich erwartet habe. Deshalb ja. Wundert mich das nicht. Oder bin ich nicht nur schockiert? Kann mir einer jemand mal ganz kurz die Level Cap durchgeben? Oh mein Gott, Reversal wird ja richtig viel Damage machen. Ja, ich glaube, das ist der Tod von Seismitoad. Ja, 200 Base Power. Hab den Chiller Pinguin mit Massenbegegnungen Tech Zeit verbracht. Boah, ich weiß nicht, also das hat mich halt nie interessiert, muss ich sagen. Das war mir halt so egal. Irgendwie. Hat Raiden Level 64. Ich wollte gerade sagen, wenn der Level 55 ist, habe ich ein Problem, aber 64 ist noch etwas länger hin. Das ist aber auch ganz gut, weil, also, ne? Da kommt jetzt noch ein gutes Stück Spiel, bis wir überhaupt bei Orden 7 halt angekommen sind, ne? RIP an Smetbo. Aber ja, und ansonsten, ja, ich würde halt schon ganz gerne irgendwann später recht viel Geld haben. Also zumindest so, dass ich mir halt so ein bisschen auch so Luxuskram leisten kann. Wie, also, was ich auf jeden Fall machen möchte später im Leben, ist mindestens zweimal im Jahr in Urlaub fahren zu können. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel oder fliegen. Weil das schon sehr nice wäre. Ich hätte gern einen Pool. Also, das ist wirklich etwas. Also nicht ein Pool, sondern ein Whirlpool. Das ist wirklich etwas, was für mich absolut feststeht. Da kann auch meine Freundin nichts dran rütteln. Ich möchte so eine Art Balkon, Terrasse, was auch immer haben. Terrasse ist es ja nicht, Balkon. Später. Wo einfach ein Whirlpool stehen kann. Und das sieht dann so richtig geil aus. Vielleicht dann so auch so palmenartige Bäume da noch ein bisschen drum stehen. Und ich denke, oha, das möchte ich haben. Ich bin aber auch maßlos von Legend enttäuscht, ja, das sehe ich. Erwartungshaltungsmanagement bei Pokémon-Spielen aber auch immer so ein Ding, ja, das sehe ich. Wenn wir denn später nicht viel Geld haben, das stimmt, aber halt. Also, zum Beispiel für mich wäre es jetzt wichtiger, also ich würde zum Beispiel, wenn ich mit dem Geld, was ich habe, mehr als genug leben kann und mir das leisten kann, was ich will, bräuchte ich jetzt nicht noch mehr Geld, denn. Ah, das ist auch eine Fee, oder wie? Bräuchte ich jetzt nicht noch mehr Geld, nenne ich es jetzt mal. Weil dann würde ich lieber weniger arbeiten oder hätte lieber mehr Urlaubstage als mehr Geld. Also das finde ich halt auch wichtiger. Muss ich sagen. Geld haben klingt nice, ja. Ich glaube, das ist auch etwas, das man sehr, sehr gerne hat. Beziehungsweise das Geld dafür haben, um das zu tun, was man tun möchte. Ich meine, momentan habe ich ja zum Beispiel recht viel Geld, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich, also. Ne, das, ich habe halt jetzt noch nicht das alles, was ich gerne hätte. Es fehlt sogar ziemlich viel, was ich gerne hätte. So eine eigene Wohnung zum Beispiel. Das wäre so das Main-Ding. Ich möchte später meinen Techniker haben und dann kriegen die was und kriege dann gute 6000 brutto. Ja, ich sag, das wäre natürlich strong. Aber warte mal, du warst. Boah, das ist ja. Die sind ja beide kacken nervig, noch eins. Also Hexerus ist halt potenziell schnell. Ja, stimmt.
Ich wollte gerade sagen, ich schicke ja gar nicht zwei Pokémon in den Fight, nevermind. Da ist Cross Poison auf jeden Fall sehr nice. Ich glaube, das sollte Meganie töten, wenn das noch von Fee ist. Ja, weg mit dem. Aber ich sag 6000 brutto, also vor allem brutto, ist schon stark. Naja, 6000 netto wären stärker, was laber ich. 6000 netto wäre wild. Aber auch so 6000 brutto ist krank eigentlich. Ich glaube, wenn es bei mir gut läuft, dann glaube ich, komme ich auf 4 bis 5. Aber ich weiß nicht, ob netto oder brutto, wenn ich ehrlich bin. Handwerker sind gerade richtig gebraucht. Mein Betrieb zahlt mindestens so viel. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass so Handwerk und so Zeug... Ich meine, unsere Generation wird handwerklich immer weniger begabt. Ich bin Paradebeispiel. Ich hasse alles, was mit Handwerk zu tun hat, ne? Ich habe gar keinen Bock, irgendwas eigentlich in der Wohnung irgendwann aufzubauen. Im Endeffekt denke ich mir so, am liebsten würde ich einmal Leute dafür bezahlen. Und ich glaube, ich wäre auch jemand, der dafür gut blechen würde, weil ich einfach gar keinen Bock habe, das aufzubauen. Weil ich einmal nur dann 3 Stunden lang durchgehend kotze für ein Ding, wo du eine halbe Stunde eigentlich bräuchtest. Dann schwitze ich wie Sau am Ende, bin fertig, habe wahrscheinlich noch irgendeinen Bullshit kaputt gemacht. Geiles Spiel in der GBL. Anonymous, ich muss echt gucken, wo ich das Ding hier hinsetze in dem Layout. Anonymous, vielen Dank für den geilen Zehner. Ich küsse dein Herz, vielen Dank. Ich weiß halt echt nicht, wo ich... Auf dem Layout ist es wirklich ein bisschen schwierig, das zu positionieren, beziehungsweise ich muss vielleicht die Schriftfarbe nochmal ändern. Aber die ist eigentlich weiß, eigentlich sollte man die relativ gut sehen. Neuer Kannst Pappenheimer. Halt noch ein bisschen größer machen. Das neue Pappenheimer kann man halt super lesen. Also daher, danke Kreine, dass du Flo einen nicen Sub schenkst. Vielen Dank. Es war ja gerade am Bottom Screen, das ist ja das Problem. Ich frage mich halt manchmal, wie Leute für einen Schrank oder ein Regal teilweise 5 Stunden zum Aufbauen brauchen. Ja, das kann ich dir sehr gut erklären. Das kann ich dir sogar sehr, sehr einfach erklären. Da bin ich nämlich mit drin, kann ich euch sagen. Also... Schrank aufbauen und sowas. Fragt nicht mich. Fragt bloß nicht mich. Und hallo, Patty. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag bis hierhin. Hallöchen. Also, ich habe auch 2 linke Hände. Ich bin richtig ungeduldig. Und meistens, also, ich bin so jemand, der sich halt denkt, ja, baust halt irgendwie auf. Hauptsache am Ende steht's. Das ist so ein bisschen auch mein Gedankengang, was vielleicht ein bisschen problematisch ist. Weil ich mir am Ende einfach nur immer noch denke, ja, Hauptsache es steht. Komm. Ist mir eigentlich kackegal. Aua. Kackegal, wie es aussieht. Regel Nummer 1, nicht die Anleitung beachten, sonst dauert es länger halt wirklich, ne? Ich bin immer zu Hause die sich freut, wenn wir neue Möbel bekommen, weil ich die gerne... Nee, also... Also wirklich Möbel zusammenbauen ist für mich die absolute Pest. Ich finde Möbel aufbauen ist wirklich eines der nervigsten und beschissensten Dinge, die man irgendwie tun kann. Also ich hasse es wirklich wie die Pest. Es gibt nichts, was ich... Ja doch, es gibt schon einige Sachen, die ich mehr hasse, aber... Da habe ich wirklich... Da habe ich wirklich einfach keinen Bock drauf. Wo sind die Geschlechterklischees? Nee, ich glaube... Ehrlich gesagt gehe ich so weit und sage, das ist inzwischen gar nicht mehr so. Weil, also ich bin da ganz weit weg. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der... Die meisten klischeehaften Dinger, die Männer mögen... Also gucken wir mal. Teilen wir mal. Was ist denn klischeehaft für einen Mann? Der ist autobegeistert. Ich hasse Autos. Ich finde Autos so unfassbar langweilig. Also es könnte mir nichts egaler sein, außer ein Auto. Das Einzige, was mein Auto können muss, ist nicht ganz so scheiße aussehen und ein Navi haben. Und ich muss darauf gescheit Musik abspielen können. Das reicht mir. So. Fußball. Ich finde Fußball unfassbar langweilig. Also leck mich am Arsch, finde ich Fußball langweilig. Ich finde es zum Zuschauen langweilig, ich finde es inzwischen zum selber Spielen auch mega langweilig. Gar keinen Bock darauf. Kreine, vielen Dank, dass du auch F an einen nicen Sub verschenkst. Wirklich vielen Dank. Dann außerdem Bier. Ich finde Bier schmeckt katastrophal. Bier schmeckt so fucking beschissen. Allgemein Alkohol könnte man auch schon, glaube ich, als... Also ist jetzt nicht typisch Mann, aber mögen, glaube ich, im Normalfall auch Männer. Zieht Electro Drive? Ich glaube eigentlich nicht das ran, ne? Ich glaube, es zieht es nicht ran. Ich finde auch Alkohol im Allgemeinen richtig grausig. Ich mag es überhaupt nicht. Zur Not ist es halt noch okay. Maybe halt zocken. Boah, das würde ich auch inzwischen gar nicht mehr so sagen. Ich glaube tatsächlich, dass inzwischen
sehr viel mehr Frauen auch zocken. Neuer Pappenheimer. Tim, vielen Dank, dass du Antonio einen nicen Sub verschenkst. Vielen, vielen Dank und hallo Antonio. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag bis hierhin. Dann würde ich sagen... Oh mein Gott, hat das viel Damage gemacht. Ich trinke halt auch wirklich nur Alkohol irgendwie, wenn man in Gesellschaft ist und irgendwie es jeder macht. Und dann fühle ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt auch. Was eigentlich keine gute Sache ist, Kinder. Das ist keine gute Sache. Aber ich denke mir dann meistens so, ja komm, so schlimm. Also kommt halt drauf an, was ich trinke. Das ist das meiste, was dann so okay ist. Dann... Boah, was war noch? Maybe zocken? Ja, zocken sage ich, gehe ich halt. Da ist es noch okay. Was haben wir noch? EDV und Technikaffin. Ich sag, das geht noch so. Also da bin ich jetzt nicht so kacke drin, weil ich halt einfach weiß, wie man googelt. Und das können, habe ich das Gefühl, gar nicht so viele Menschen. Deshalb ist es okay. Und hallo Toni, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Meine Klasse liebt Liegestütze und Wettbewerbe über alles. Boah, da wäre ich auch komplett raus, ne? Also das fuckt mich, also Liegestütze, Katastrophe. Brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und keine, vielen Dank, dass du auch Toni einen nice Sub geschenkt hast. Vielen, 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 vielen Dank. Da solltest du es am meisten nicht tun. Das stimmt eigentlich, aber ja, da denke ich mir halt dann meistens, wenn irgendwie, keine Ahnung. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Aber wenn halt so ein Trinkspiel gespielt wird, dann denke ich mir jetzt nicht, boah, wenn ich halt jetzt gar nicht trinke, dann ist auch irgendwie doof. Und dann denke ich mir so, ja, komm. Also es ist ja nicht so, als würde ich es wirklich... Also es ist irgendwo okay. Ich verstehe halt irgendwo in Anführungsstrichen... Ja, reden wir nicht weiter drüber. Lassen wir das Thema einfach weg. Lassen wir es einfach weg. Tim, vielen Dank, dass du Stara einen nicen Sub schenkst. Vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Gift-Subs gerade. Ich küsse euer Herz, danke. Sport allgemein, bäh, unterschreibe ich. Ich hätte übrigens das Mobby-Test mit einer Fehlenattacke angreifen sollen. Zocken machen viele Frauen, aber gibt klischeehaft eher männliche Games und eher weibliche, zum Beispiel Sims wird auch von Frauen eher nachgesagt und Harvest Moon, Battlefield etc. eher männlich. Das sehe ich, da würde ich jetzt sogar auch noch sagen, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung geht und dass das auch noch so ist, würde ich fast sagen. Tendenziell. Würde ich schon so sagen, dass dem durchaus so ist auch. Würde ich jetzt einmal sagen. Ich meine, es gibt ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel meine Freundin spielt gerne God of War. Würde jetzt einfach mal sagen, das würde man jetzt nicht typisch an eine Frau richten. Aber auch das ist, glaube ich, einfach so ein Ding, das ist jetzt eigentlich auch so ziemlich weg. Also im Endeffekt würde ich da auch nichts mehr spezifisch machen. Pokémon... Nee, stopp. Pokémon Hardcore Nuzlocke sind natürlich das Männlichste, was es gibt, ne? Also, das ist ja nur möglich als Mann. Das geht ja gar nicht anders, Freunde, ne? Geht ja gar nicht anders. Sogar auch eher Games, die nicht typisch Frau sind. Ja, ich würde auch diese Schublade einfach weglassen inzwischen, weil... Also, früher würde ich noch... So vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, doch. Also, das Schubladensystem kann ich noch verstehen, weil ich glaube, da war es eher so... Aber inzwischen, weil du auch richtig viele Streamerinnen, wie zum Beispiel ne Valkyrie, ne Pokimane und so hast. Aber den gibt's noch, ich glaube, Fusli heißt sie, ist auch relativ groß. Also es gibt ja inzwischen auch sehr, sehr große weibliche Twitch-Streamerinnen im Gaming-Sektor. Ich weiß, es gibt auch im Non-Gaming-Sektor große, ne, Streamerinnen. Amaurant zum Beispiel oder so. Da ist der Content ein bisschen anders. Aber wir reden ja jetzt über den Gaming-Content. Schubladen generell in Haufen, ja. Ich gucke auch überwiegend Anime, die sich an eine weibliche Zuschauerschaft richten. Na gut, Flo. Nee, aber ansonsten... Ich überlege gerade. Habe ich da am Amaurant gehört? Nee, ich hab das Boba-Emote nicht. Tut mir leid, ich habe auch gar keine Ahnung, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Und hallo, Doc. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Was hier? Deshalb, ja. Ich meine, wir haben jetzt auch mit... keine Ahnung. Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, mehr Namen fallen mir jetzt gerade spontan nicht ein. Schubladen gehören in den Schrank. So sieht's nämlich aus. Ja, doch, wir haben den Doppelkampf offensichtlich schon gemacht. Ich kann mich noch an den Typen erinnern, der meinte, jede Frau, die Männerdinge tut, ist lesbisch und jeder Mann, der Frauendinge tut, ist schwul. Ja, der wurde dann wahrscheinlich 1960 geboren und ist nicht mit der Zeit gegangen.
Und ja, keine Ahnung. Ist halt in meinen Augen auch einfach nur dumm. Bin ich ehrlich, lass den labern. Da weißt du halt auch schon. Ah, jetzt kriegen wir Return Net. Da weißt du halt auch schon, mit dem, bei dem brauchst du auch über sowas eigentlich gar nicht mehr, gar nicht reden. Weil das wird halt dann noch einfach gar nicht funktionieren. Deshalb, lasst man das einfach. Ist ein Pepe, dem dann die Augen quasi rausfallen. Ha, auch stark. Maybe müssten wir die auch mal wieder aktualisieren. Leider gibt es auch heute noch viele, die sehr Antiquität erzogen werden. Ja, ich glaube, das wird sich aber jetzt sehr bald ändern. Ich sage, in 20 Jahren wird das wirklich die starke Minderheit sein. Also ich hoffe es natürlich, besser gesagt auch. Ich denke aber auch schon. Weil, das würde mich stark wundern, wenn das so bleibt. Also wirklich stark, weil... Also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber würde sagen, so die Jugend, beziehungsweise so Leute, die jetzt bis roundabout 30 sind, würde ich jetzt einfach mal, würde ich jetzt als Zahl einfach mal als Beispiel nehmen, sind sehr viel toleranter inzwischen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zumindest in meiner Bubble-Umgebung existiert sowas halt eigentlich gar nicht mehr. So, es gibt halt ein paar Mal, wo man sich denkt, ist das jetzt so geil, das als Mann zu machen oder so, aber am Ende ist ja eigentlich scheißegal. Also, ist ja wurscht, vor allem, was man macht oder wie man was macht, so wenn es einem Spaß... Ich denke mir halt immer am Ende, gerade bei sowas wie Videospiele spielen oder Fußball spielen, solange es einem Spaß macht, so what the fuck, lass die doch machen, was sie wollen. Also jetzt mal legitim. Wenn die mit ihren Barbie-Puppen spielen wollen, dann sollen sie halt mit ihren Barbie-Puppen spielen, so was weiß ich. Es ist mir doch Wumpe, wenn es denen Spaß macht, ist doch gut. Das ist doch der Konzept von so Dingen, du sollst Spaß dran haben, ist doch mir, ist ja nicht Geschlechterspiel. Da steht ja nicht drauf, nur für Männer geeignet. Das ist ja jetzt kein, weiß ich nicht, Shampoo, ja gut, Shampoo ist wahrscheinlich auch schlecht, kein Deo oder so. Wo ich sage, okay, beim Deo, was, auch was wäre, okay. Bei einem Deo ist es wieder was anderes. Ist ein schwieriger Vergleich, ich weiß, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ah, ja, ja, ja. Ich habe in einer Malerfliesenlegerfirma, wir haben zwei Frauen. Ja, ist doch cool, wäre doch cool, wenn es noch mehr gäbe. Oder? Oder nicht? Kriege auch viele Kommentare auf der Arbeit, ist doch zu schwer als Frau und das schaffst du nicht, muss es einfach ignorieren. Ja, ist ja auch eine Bullshit-Aussage. Also ich kann verstehen, wenn man fragt, yo, ist das zu schwer für dich oder schaffst du es? So als Höflichkeitsfloskel. Aber gerade wenn man dann auch länger mit jemandem zusammenarbeitet, merkt man ja, okay, die packt das ja auch alles. Oder auch, also ich würde persönlich auch einen Mann halt ganz normal fragen, yo, schaffst du das? Wenn ich sehe halt, dass etwas schwer ist, dann ist es halt einfach schwer. So, da sind auch teilweise Dinge, wo ich mir eigentlich denke, ist der Hack eigentlich fertig oder wie ist das? Der Hack ist komplett durch, ja. Deshalb passt das alles. Uiuiui, ich glaube, ich habe da noch was oben verpasst. Ich möchte da nicht die Ausländerkeule schicken, aber viele muslimisch aufgewachsen haben immer noch starke Frau, darf das nicht machen, darf das nicht denken. Boah, da will ich jetzt, glaube ich, gar nicht mal thematisch irgendwie einsteigen. Ich glaube, das lassen wir lieber einfach, weil ich glaube, da begeben wir uns in Gebiete, wo wir das, lieber einfach lassen. Das ist, glaube ich, besser. Ich bewerbe mich als IT-Technikerin oder andere Berufe, die hauptsächlich von Männern ausgeübt werden. Was höre ich? Glauben Sie, dass Sie als Frau in der Männerdomäne klarkommen? Das kotzt mich so. Also da denke ich mir halt auch wirklich, warum stellt man denn so eine Bullshit-Frage? Ganz im Ernst. Sonst bewerbe ich mich doch nicht dafür. Also das ist sowieso eine dumme Frage, weil ich mir denke, die sind doch keine so dummen Menschen. Selbst wenn du dumm bist, also dumm in Anführungsstrichen, sowas bist du dir ja eigentlich bewusst am Ende. Auf Shampoo steht das manchmal drauf und ich benutze trotzdem das von meiner Mom. Ich bin ehrlich, manchmal benutze ich auch das von meiner Mom, wenn halt gerade das andere leer ist und denke mir, eigentlich riecht es auch ganz gut. Oh, das klingt jetzt so falsch und komisch, ne? Aber ich denke mal, man versteht, was ich damit meine, ne? Also Flo ist Gott sei Dank da auf meiner Seite. Ja, ja, ja. Ich denke, wir haben das ähnlich. Und ich denke mal halt so, bei Männershampoos manchmal, ich habe auch das Gefühl, dass manche Männershampoos nach nichts einfach riechen. Also wirklich einmal nach nichts riechen, dann denke ich mir auch so, ich will ja, wenn ich aus der Dusche komme, so einen geilen Duschgeruch haben von meinem Duschgel, wo ich mir denke, geiles Duschgel riecht gut. Und nicht so einfach nach gar nichts riechen im Endeffekt. Deshalb ja, ich verstehe bis heute nicht, warum es Männer- und Frauenshampoo gibt. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, es ist einfach nur dieser, also wirklich unironisch, es ist einfach nur dieses, wirklich dieses femininere Geruch und es gibt den maskulineren Geruch. Das ist, glaube ich, das Einzige.
Bei Shampoo ist es mir so egal wie Legend of Arceus. Also es ist mir nicht egal, welches Shampoo ich benutze, weil ich habe zum Beispiel... Oh, da ist noch ein Item. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass manche Shampoos jucken mich ganz gerne am Ende. Was einfach daran liegt, dass meine Haut jetzt... Also eventuell müsste ich meine Haut auch... Scald. Ein bisschen besser eincremen und sowas. Damit es da auch ein bisschen besser wird, weil... Ja, ich meine auch sowas. Man sollte ja auch eigentlich seine Haut so, glaube ich, regelmäßig... Waterfall ist actually ein guter Move auf dem. Häufig eincremen und so, weil das eigentlich eine wichtige Sache ist für die Haut, glaube ich. Aber mache ich das? Nein, natürlich nicht. Ich meine, ob es jetzt Damen oder Herren ist, ja, das ist eigentlich echt egal. Es ist halt echt egal. Ich habe für die Haare Head und Show, dass das komplett neutral und für den Körper Granatapfel ist, eine pinkrötliche Flasche. Das will ich jetzt auch nicht typisch männlich bedienen. Ja, aber ich sag, wenn es halt gut riecht, so ist ja dann, ist doch gut, hä? Ich habe das Helfen auf Arbeit aufgegeben, dann mache ich doch eh am Ende alles. Ja, gut, das sehe ich wieder, das aber, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Thematik. Dummheit hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, das stimmt. Eine Ausrede bei mir war, auf Baustellen gibt es keine Frauentoilette. Ah, na gut. Männer dürfen nur nach Moschus und Motoröl riechen, Frauen nach Pfirsich und Hibiskusblüten. Vor allem Pfirsich und Hibiskusblüten riechen halt echt gut. Also ich meine, ich würde jetzt auch nicht unbedingt nach Pfirsich und Hibiskusblüten riechen wollen, aber ich würde halt schon so ein Shampoo haben, wo ich am Ende quasi sagen kann, doch, ich gehe da raus und ich merke halt wirklich, dass ich geil rieche. Deshalb, das hätte ich schon ganz gerne. Deshalb, ich bin auch immer noch auf der Suche nach dem optimalen Duschgel für mich, nenne ich es jetzt mal. Weil ich mir so denke, ich will ja dann noch geil riechen. Was ich letztens gefunden habe, ist von... Boah, nee, ich weiß nicht mehr, von wem es war. Aber es hat nach dunkle Schokolade war der Geschmack, Geruch, was auch immer. Geschmack vor allem Geruch. Und das fand ich ganz geil. Das hat man nämlich so ein bisschen gerochen. Das fand ich sehr cool. Hat natürlich hungrig gemacht, ne? Das war so ein bisschen der Nachteil. Aber dass ich halt dann einfach auch geil riechend rauskomme, ne? Das ist ja auch eigentlich geil. Wenn ich ein neues Shampoo kaufe und es mir nicht passt, aus welchem Grund auch immer, drücke ich es immer an meinen Bruder ab. Ja, ich glaube, inzwischen denke ich mir, Axe Dark Temptation, so sieht's aus, Leon. Der kennt sich aus, das ist mein Man. Genau, das fand ich eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Aber Eincreme ist auch feminin, ja. Dann ist, glaube ich, auch Faulheit meinerseits feminin, würde ich sagen. Weil nur deshalb mache ich es nicht. Nee, dann ist Faulheit männlich, Entschuldigung, so müsste die Aussage passen. Weil ich mache es halt echt nur nicht, weil ich einfach faul bin. Leon verkauft die vermutlich, ja, deshalb kennt er sich da ein bisschen besser wahrscheinlich aus. Ex-Freundin arbeitete in der Drogerie. Ah, okay. Die dümmste Frage von allen ist, wo sehen sie sich in 5 Jahren? Wenn alles gut läuft, muss ich hier nicht mehr arbeiten oder was? Das denke ich mir auch. Ey, wenn Leute mich fragen, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Also ich wurde es noch nie gefragt. Aber ich denke mir so, gerade wenn das bei deiner Ausbildung gefragt wird, wurde ich Gott sei Dank nicht. Aber dann denke ich mir doch, ich habe doch keine Ahnung, wo ich in 5 Jahren bin. Vor allem... Du kannst ja eigentlich im Endeffekt so oder so keine ehrliche Antwort geben, weil das weißt du ja auch gar nicht. Das ist Punkt 1. Aber du kannst nicht sagen, keine Ahnung, weil es dann auch eine scheiß Antwort. Und du weißt ja nicht, also zum Beispiel, ich habe vor, in 5 Jahren Richtung Nürnberg irgendwo zu wohnen. Aber das kannst du ja dann nicht sagen, weil dann stellen die dich ja auch potenziell nicht ein oder sowas. Oder nehmen dich nicht an oder so, weil dann denken sie sich auch, weiß ich nicht, bin ich schwierig. Bin auch voll. Bin ich jetzt ein Kerl? Ja, Rodeo, Glückwunsch. Wow, Rodeo ist ein Kerl. Hat mit 14, 15 bei den Mädels gezogen. Danach wurde man erwachsen. Ich finde aber, dass dunkle Schokolade gar nicht so schlecht riecht. Also ich bin immer noch auf der Suche nach dem besten. An was ich mich erinnere, ist so ein grünes Shampoo, das so ein bisschen so nicht Stücke, aber so kleine Körnerchen oder sowas hatte, glaube ich. Das war auch ganz nice, muss ich sagen. Was glaube ich so... Also Zitrone, Limette ist meiner Meinung nach immer ein starker Geruch, der mir taugt. Deshalb, ich werde wahrscheinlich da jetzt ein bisschen irgendwann mal anfangen rumzuprobieren. In 5 Jahren möchte ich mein erstes Kind. Das ist als Frau auch leider direkt ein Grund, dass man nicht eingestellt wird, denke ich. Ja, das bestimmt. Das denke ich mir aber tatsächlich auch. Deshalb, also... Also halt einer der dümmsten Fragen, die man jemanden stellen kann. Denke ich mir halt auch einmal dumm. Die Frage, sind sie schwanger? Ich glaube, dann darfst du den... Dann kannst du ihn richtig fertig machen, wenn der gefragt wird, sind sie schwanger. Dann können das... Kann man das? Kann man denjenigen dann... Oh, warum reicht das nicht? Haben wir eigentlich einen Leben-Orb? Weil inzwischen würde ich sagen, dass ein Leben-Orb-Set actually richtig gut auf unserem Siberia ist, durch Sheer Force und allem drum und dran.
Ich muss mal gucken. Also ich möchte bald Overwatch haben, Info am Rande. Du meinst Overwatch 2. Gibt es da jetzt irgendwie neue Infos, Mann? Weil ich hätte actually auch mal wieder Bock, Overwatch zu spielen, aber ich will halt nicht das alte Kack-Overwatch spielen, wo ich einfach meine Lust und Laune verloren habe. Ich habe nur gesehen... Oh, wir haben ja einen Life of Loy. Warum gebe ich den nicht, Yukiko? Lauf da mit dem Muskelband rum. Würde halt echt ganz gerne das neuere Overwatch dann spielen. Da hätte ich... Also Overwatch 2, was ja seit Ewigkeiten Produktion ist, gefühlt. Ich habe gesehen, dass da eine neue Heldin auch rausgekommen ist. Schweiß ist auch ein starker Geruch. Ja, das ist auch ein Problem in meinem Leben allgemein, dass Schweiß leider ein sehr starker Geruch ist. Ach du Scheiße. Na gut. Spontan sich dazu entschieden, einfach mal das größte Arschloch-Squad an Eviolite-Mons zu setzen, das ihnen eingefallen ist, das existieren könnte. Wenn's das ist, was ihr wollt, ja, komm, Outrage hier und dann ab geht's, auf geht's. Deshalb, da hätte ich auch Bock drauf. Ich mag die Produkte von CD, die riechen so gut. Was ist CD? Das sagt mir gerade gar nichts. Aber maybe muss man das auch mal probieren. Und hallo, Kate! Oder Kate. Ich glaube, Kate ist besser, I guess. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Hallo. Deshalb, ich muss da auch mal ein bisschen... Was ich gerne machen können würde, wäre tatsächlich, bevor ich mir ein Duschgel kaufe, quasi einen Geruchstest zu machen. Das würde ich actually wirklich gerne machen, weil ich glaube, dann kann man so ein bisschen besser abschätzen auch, wie das am Ende riecht. Weil ich meine, klar, ich weiß, wie Zitrone, Limette riecht und sowas. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein Sportding, Sport irgendwas ist... Head and Shoulders Sport, was weiß ich? Probe duschen. Ja, wir gehen einfach mal. Dürfte ich so demnächst im DM einfach so, da steht dann immer eine Duschkabine. Ja, würden Sie gerne das Duschgel gerne Probe duschen? Aber natürlich, und dann kannst du einmal schön durchgehen. Durch alle Geschmacksrichtungen, Geruchsrichtungen. Das kannst du nicht? Ich glaube nicht, oder? Kann man das? Also war mir jetzt neu, wenn das gehen würde. Wo kann man das denn dann machen? Also, ich bin ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wo man das machen kann. 2 Euro einwerfen für 2 Euro einwerfen für 2 Minuten duschen. Ich sag, wäre actually witzig. Wäre schon ein bisschen funny, muss ich gestehen. Kann sich einmal beim Duschgel riechen und du merkst es? Nee, ich glaube, so stark riecht das Duschgel doch nicht, oder? Riecht Duschgel so stark? Einfach Deckel öffnen und riechen. Das stimmt eigentlich. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe das noch nie mal im ganzen Leben gemacht. Ich glaube, also in den meisten Fällen hat auch bisher immer meine Mama einfach die Duschgels gekauft und ich habe es akzeptiert. Aber sollte ich irgendwann, ne, dann mal umziehen, dann muss ich da ein bisschen, glaube ich, rumprobieren, bis das optimale Duschgel gefunden wurde. Also im Endeffekt muss es ja meiner Freundin gefallen, ne? Das ist ja eigentlich ist das der Kasus Knaxus. Also da muss ja eigentlich quasi das Okay herkommen. Aber gleichzeitig will ich ja auch, dass es mir gut taugt, ne? Deshalb muss man da auch ein bisschen schauen. Wir machen das immer so. Ja, ist auch eigentlich mega intelligent. Wie willst du denn sonst vorne reinrichten, wie es riecht? Na, ich lese mir durch, was auf der Packung steht. Und dann steht da Limette Zitrone. Und dann denke ich mir, ah, es riecht nach Limette Zitrone. Psycho-Cut, nee. Wüsste nicht, wofür ich das brauchen sollte. Ich glaube, hier kann man ja nicht weiter, ne? Ja. Heißt, wir haben da noch ein paar Trainer übrig, die wir bekämpfen müssen und noch alles auf dem Wasser. Okay. Ja, woher weiß ich, wie Passionsfrucht riecht? Ja, das sehe ich, aber sowas habe ich halt... Also ich hab's halt noch nie gekauft in irgendeiner Form, deshalb... Aber ich denke... Ja, ich sag auch, Limette ist allgemein stark. Also ich glaube, ich würde auch tendenziell immer mit so Limette Orange... Also ich weiß, duscht das? Ich weiß, dass duscht das einmal so Limette Zitrone halt hat. Und ich glaube, irgendwas auch Orangenes. Und da so ein bisschen die Abwechslung finden. Womit mich auch Duschgels immer catchen, ist, wenn ich von außen sehe, dass es so eine fancy Farbe hat. Weil das Limette Zitrone ist grün und das Orangen ist orange. Und da denke ich mir immer, oh, das finde ich cool. Fragt mich nicht, warum, aber das begeistert mich. Gibt es eigentlich einen Fighting Move, den ich irgendwie mit Sheer Force abusen kann, der irgendwie einigermaßen stark ist? Und mir würde jetzt nur Fußtritt spontan einfallen für Sheer Force. Das war's eigentlich. Warte, was? Hä? Moment, warum funktioniert Knuller mit Play Rough nicht? Hä, das ist ja jetzt aber Betrug.
Das müsste eigentlich funktionieren. Na gut. Duschgel in der Fancy-Farbe riecht automatisch besser. Ist wirklich so. Ne? Also ist komplett die Wahrheit einfach. Es riecht besser. Ich meine, da kommt wahrscheinlich auch der Spruch so ein bisschen rein, dass das Auge isst mit. Das Auge riecht natürlich auch mit, wie wir alle wissen. Und ich glaube, dass dadurch, dass man auch nochmal ein bisschen geiler auch empfindet. Ey, Männer-Duschgel-Packungen legitim halt immer. Also entweder bockschwarz oder irgendwie was blaugraues. Und das war es halt einfach. Ja, weil bunter geht nicht. Nein, 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 stopp. Da sind wir ja wieder in dem Bereich, das ist nicht männlich, Freunde. Da erkennt der gewiefte Kunde natürlich nicht, dass das speziell an den Mann gerichtet sein soll, dieses Duschgel. Dementsprechend ist das leider eine schlechte Verpackung dann. Farbe ist was für Frauen. Farbe wurde nur... Ich sehe hier auch gerade... Also ich weiß nicht, wie es bei euch Männern hier gerade, ne? Die männlichen Zuschauer unter uns. Ihr seht, wie ich gerade auch einfach nur ein Schwarz-Weiß-Bild, ne? Mit ein paar Blautönen noch zwischendurch. Aber nur ganz dunkles Blau. Das sind so die Farbtöne, die ich gerade erkenne. Das Elevoitic ist jetzt für mich auch komplett grau, hat allerdings dunkelblaue Augen und die Stecker hinten sind auch dunkelblau. Also das Ding vorne. Ich glaube, die Frauen würden hier ein bisschen was... Aua! Würden hier ein bisschen was anderes sehen. Ja, genau so, ja. Nee, das ist halt... Ist halt einfach so, dass die Männerproblematik... Wir können... Also Farben sehen ist halt unmöglich. Es ist ähnlich... Also deshalb sagt man auch, Männer sind wie Hunde, sagt man ja auch öfter. Ich glaube, Monte hat es eigentlich genau andersrum gesagt, ist aber egal. Männer sind ja quasi wie Hunde, weil Hunde können, glaube ich, auch nur schwarz-weiß sehen. Deshalb, wir Männer stammen ja offiziell gesehen, falls ihr es noch nicht wusstet, vom Hund ab. Und wie wir alle wissen, ist nämlich der Hund der männliche Part, während eine Katze eher feminin ist. Deshalb können Katzen zum Beispiel Farben sehen, Hunde können allerdings nur schwarz-weiß und einen dunklen Blauton erkennen. Da lernt ihr mal wieder heute was, Freunde. Schreibt das bei Gott bitte nicht jemals irgendwo hin. Also sein Team ist ja schon ein wenig farbarm. Ja, das ist halt einfach schwarz und grau. Richtig, richtig. Ich als Maler kann nur schwarz-weiß sehen, ja? Tim, ich sag, du bist ein Wilder. Und hallo, Jody, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Pinsy ist ein männliches Pokémon. Braun und grau, jawoll. So wollen wir das sehen. So, nicht anders. Ich glaube, wir bleiben jetzt einmal drin. Hunde sind ja der beste Freund des Menschen und nicht die Freundin. So sieht's aus, genau. Also, es gab legit mal eine Studie, die meinten, dass Frauenfarben etwas anders wahrnehmen als Männer, aber kein Schimmer, ob das wirklich so ist. Boah, kann sein, keine Ahnung. Also, da bin ich jetzt überfragt. Ein Chancy, das gibt Erfahrungspunkte. Tschüss, du Kackwurst. Ist allgemein unterschiedlich bei Menschen. Ich glaube auch, dass sogar das Farbempfinden unterhalb von Menschen eh schon leicht, slightly unterschiedlich ist. War da nicht was? Dass da irgendwas ist, ich weiß es aber auch nicht. Ich bin ehrlich mit der Thematik, habe ich mich jetzt nie groß auseinandergesetzt, wer wie gut Farben sehen kann. Da bin ich auch ein bisschen raus. Da kann man euch sagen, boah, ich dachte gerade, wir kommen nach Undula einfach direkt eigentlich schon zur nächsten Stadt, beziehungsweise zu Twin Rake City, aber da ist ja noch so viel dazwischen. Lecco Mio. Heieiei. Ich kaufe mir jetzt mal ein paar Max Repels, das geht ja so nicht mehr weiter. Aber nur leicht nicht so extrem. Ja, ich meine, das ist krass. Liegt das vielleicht sogar an der Augenfarbe? War da was? Ich hätte da jetzt was mit der Augenfarbe sogar im Kopf. Dass es daran liegen könnte. Okay, ich muss einmal kurz hier sortieren. Das geht ja gar nicht mehr. Also, ich denke nur an das blau-schwarze oder weiß-goldene Kleid. Hat ja auch nichts mit Geschlecht zu tun. Ah ja, stimmt. Da war auf Twitter mal was, ne? Da hat meine Freundin auch ein bisschen was anderes gesehen als ich. Die hat da, glaube ich, Gold gesehen, während ich da kein so starkes Gold gesehen habe. Oh! Da ist ein wildes Jelly Sand. Cool. Ich habe aber einen Ghost Fairy Type, das ist viel cooler. Wir brauchen noch langsam mal einen. Ich bin ehrlich, ich möchte halt nicht nur Mono Gen 5 spielen. Deshalb, wir bräuchten noch langsam mal wieder neue Pokémon, die wir reintun können, auf die wir Bock hätten. So neben Miss Magius bräuchte ich noch einen Gen 4 Mon oder so. Deshalb, ja. Muss man mal gucken. Also, du bist halt krank, aber das ist ja. Ja, wenn man krank ist, ist ja. Ganz andere Thematik. Bei Männern treten bestimmte Farbblindheiten nicht auf, weil das öfter auf dem... Stimmt, stimmt, stimmt. Daran kann ich mich auch erinnern, dass da irgendwas war, dass man die Farben da ein bisschen schlechter sieht dann. Also, beziehungsweise halt die Krankheiten öfter hat. Das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich auf das...
Oh, damn, das ist actually richtig strong. Scheiß mal auf T-Boat. Nasty Plot Miss Magis ist, glaube ich, ja absolut krank geil. Vor allem mit Raining Kiss. Teilt er ja richtig gut dann aus. Hört mit dem Kleid auf, das ist ein Kleid mit Farbe, Punkt. Ja, ich sag, es ist doch ein ganz normales Thema, über das man sich quasi unterhalten kann. Das ging ja jetzt nur beispielhaft quasi darum. Aber im Übrigen, ich spiele jetzt mal hier die Kämpfe durch, weil ich weiß nicht, warum die alle so konstant so low sind, weil die sind schon tendenziell echt low. Kreiner hat damit wohl in der Vergangenheit, Kreiner. Der wurde schon zu sehr gefoltert mit dieser Aussagen oder mit den Sachen, dass ihm das einmal nicht taugt. Aber ich würde halt gerne alle Trainer hier mitnehmen. Aber ja. Ja, aber auch so... Oh, Final Gambit, echt. Aber auch sonst so... Denke ich mir halt auch manchmal... So die Frauenartikel, die halt so existieren. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, muss ich sagen. Aber ich habe auch das Gefühl, sobald irgendwas geschlechterspezifisch ist, sieht das, was bei den Frauen ist, meistens irgendwie immer ansprechender aus, als das, was bei den Männern ist, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie, da denke ich mir auch immer, das sieht so... Ich glaube, es liegt halt auch einfach teils an den farbenfrohen Sachen, muss ich sagen. Dass es halt dann einfach am Ende einfach auch besser aussieht. Weiß ich nicht, ob nur ich das Gefühl habe, aber da gibt es halt immer so ein paar Dinge. Mir fällt jetzt echt kein gutes Beispiel ein, ne? Außer das Shampoo. Das Shampoo wäre jetzt so das, was mir einfallen würde. Aber ich glaube, ich glaube, man versteht aber den Punkt, auf den ich hinaus will. Ah, da ist noch ein Item. Draco Blade. Oh ja, die Klatschblätter wie Brigitte Top. Okay, auf Klatschblätter wollte ich jetzt nicht hinaus, weil ich glaube, es gibt... Also ich würde mir jetzt auch als Mann halt dieselbe Klatschblatt zur Not kaufen, wenn es sein müsste. Wobei ich mir halt jetzt kein Klatschblatt unbedingt kaufe, wenn ich ehrlich bin. Also da bin ich ein bisschen raus. Ich habe auch noch nie in meinem Leben irgendwie groß Zeitungen oder sowas... Natürlich. Zeitungen oder sowas gelesen, weil... Also was ich mir halt früher gekauft habe, war so Game Master und so Zeug. Aber das habe ich dann auch nicht gekauft. Das hat mir, wenn dann, meine Mom gekauft. Und ich habe halt gehofft, dass ich sie bekomme. Und dann habe ich sie bekommen. Und dann dachte ich mir, nice. Das ist strong. Das ist coverage-technisch echt sehr nice. Power Whip nehmen wir auf jeden Fall mit. Danke. Erstmal straight up den Power... Danke, super geil, Size Method. Erstmal zweimal die Power Whip missen. Allgemein Drogerieartikel. Ja, würde ich auch so sagen, glaube ich. Ich glaube, so Drogerieartikel im Allgemeinen sehen meistens für Frauen echt ansprechend aus als für Männer. Endzone, Kidzone und noch sowas habe ich als Kind gemacht. Ja, aber ich hätte mir jetzt nie gedacht, so eine normale Zeitung oder so irgendwo zu kaufen. Das wäre es jetzt. Wenn ich an Kleidung denke, sehe ich wenige Jacken oder Shirts bei Männern, die farbenfroh sind. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Klamotten im Allgemeinen sind nicht so farbenfroh bei Männern. Wobei, da muss ich sagen... Bin ich ein bisschen, glaube ich, männertypischer unterwegs, weil ich bin jetzt auch kein Fan von so ausgefalleneren Sachen. Also mein Klamottenstil ist, glaube ich, relativ, ich nenne es jetzt mal simpel. Also ich mag halt nichts krass Ausgefallenes oder so. Ich habe mir letztens so ein bisschen was in Richtung von einem Hemd geht, aber nicht ganz so ist, gekauft, was halt so ein bisschen Hawaii-mäßig mit Blumenmuster und sowas ist, also in diese Hawaii-Richtung. Ah, wollen wir vielleicht noch eine Wette machen hier, dass ihr mal wieder ein paar Punkte farmen könnt. Im Übrigen würde ich überlegen, ich würde überlegen, ob wir vielleicht als nächstes hiernach die Brilliant Diamond Randomizer machen. Und danach würde ich, glaube ich, ganz gerne in die Twitch-Log wieder reingehen. Ist zumindest meine Überlegung. Oh, habt ihr im Übrigen mitbekommen, ne? Es gab einen Teaser-Trailer für Tor 4. Habt ihr das mitbekommen? Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Der kommt im Juli raus, habe ich Bock. Bin ich heiß. Donny Cosplayt einfach Scott aus Pokémon Smaragd. Warte, wieso Scott aus Pokémon... Wer ist Scott aus Pokémon Smaragd? Wer ist das? Hab legit ein schwarzes Shirt. Nee, da habe ich sehr viel mehr. Wer ist Scott? Ich liebe lavendelfarbene Kleidung. Ich glaube, ich habe gerade keine Ahnung.
Der Dicke mit der Brille. Ah, den. Ja, nicht ganz so, aber ja, ich sehe, was du meinst. Ich sag also, das finde ich ganz cool. Würde ich mir anziehen. Ich sag Scott Cosplay. Irgendwann sollte jemals die Facecam existieren. Und wir machen eine Bestrafung. Oder so einen 24-Stunden-Stream. Könnte man echt überlegen, ob man sagt, das macht man im Scott-Cosplay. Weil ich meine, Sonnenbrille habe ich da. Oh mein Gott, habe ich meine Sonnenbrille von meiner Freundin mitgenommen? Ich hoffe es, ich weiß es gerade nämlich gar nicht. Ist die Wette eigentlich schon durch? Wurde eine Wette gemacht? Bin ich doof? Auf jeden Fall, dann könnte man das überlegen zu machen. Das wäre ganz gut. Ja, Wette ist durch, perfekt. Kannst mit Ele direkt in den Hawaii-Hemden-Club gehen. Ich sag, Hawaii-Hemden sehen halt schon geil aus. Also, da kann ich dem jungen Mann auch quasi nichts entgegnen. Die sehen schon knacko aus. Da kann man halt einfach nichts gegen sagen. Eine Bestrafung wäre ein Sailor Moon-Cosplay. Warum ein Sailor Moon? Ach, natürlich ist er speziell. Aua. Ich sehe irgendwie keine Wette. Ich glaube, die Wette war echt kurz, weil ich habe das Gefühl, Effan hat gewettet und das war's. Ansonsten hat einfach kein Mensch gewettet. Aber nee, Sailor Moon Cosplay, das wird, glaube ich, eher nicht kommen. Ich glaube, das ist recht teuer. Alter Flo, einfach nein. Einfach nein, Flo. Einfach simples Nein. Hab auch gewettet, ja gut, dann nevermind. Kann der mir überhaupt was? Weil ich habe ja Levitate, was will Fly in mir außer Fire Punch? Wo ist der Vibe-Counter? Ich bin ehrlich, ich habe ihn vergessen. Ich glaube, wir lassen den Vibe-Counter einfach weg. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo es sich gar nicht mehr lohnt. Die waren schon einige dabei. Ja gut, dann nevermind. Ich verbinde Downy mit Walter. Do no war. Ich sag Walter Cosplay. Wäre ich auch down. Wäre auch actually drin. Ich meine, das sind auch alles Klamotten, die man machen kann. Ich glaube, die Haare weiß färben wird nicht drin sein. Warum hat Flame Wheel neu... Ach ja, der ist ja ein Bug-Type. Schon wieder vergessen, ne? Schon wieder straight up vergessen. Aber ich sehe, dass man mich mit Walter als auch mit Scott verbinden kann. Ich glaube, das wären so die zwei, wenn ich einen Pokémon-Charakter cosplayen müsste, wären das so die zwei Charaktere, wo ich sagen würde, yo, das wären die, wo ich reingehen würde. Die ich halt machen würde. Da sehe ich mich. Und weiß ich nicht. Also, nicht, dass es... Ich will halt meine Haare einfach nicht färben. Ich hatte meine Haare schon pink. Weiß geht ja richtig klar. Boah, ich will aber... Erstmal, hallo Maxi, ich hoffe, dir geht's gut. Ich will halt einfach meine Haare pauschal eigentlich nicht färben. Einfach eine Perücke ziehen. Aber ich kann ja keine Bartperücke machen. Weil das Problem wäre ja bei Walter, der hat halt wirklich da diesen weißen, doch recht langen Bart. Und ich glaube, Scott... Für Scotts Frisur habe ich halt die Farbe auch im... Farbe auf dem Kopf, ja. Meine Haarfarbe passt einigermaßen zu der von Scott. Leckomio hat das viel Damage gemacht. Nee, das will man auch nicht, ja eben. Vor allem, wenn man dann auch noch arbeiten gehen muss. Stellt euch vor, ich gehe dann mit weißer Frisur und einem weiß gefärbten Bart in die Arbeit. Was denken die denn? Was, also, die denken auch, okay, was geht jetzt mit dem ab? Nee, du wärst der 6. Arenaleiter aus Sword and Shield. Wer ist der 6. Arena-Leiter aus Sword and Shield? Tim, vielen Dank, dass du Maxi einen nice Sub... Ach, du Kacke geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, die denken, dass du dir deine Haare gefärbt hast. Ja, aber das sieht ja dann... Also vom Aussehen her sieht ja dann mega scheiße aus. Nikolaus. Ja, aber selbst der Nikolaus hat ja kein Dings. Eis und Gestein. Ich bin ehrlich, ich habe halt nur gegen Eis, glaube ich, gekämpft. Nee, ich glaube, ich habe sogar gegen ihn. Ah, jetzt habe ich sein Aussehen im Kopf. Boah, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür habe ich nicht die Haarfarbe. Dafür habe ich, glaube ich, nicht die Haarfarbe. Mac hieß der. Ich glaube, für den habe ich nicht die Haarfarbe. Weil der hat ja diese gelben Haare. Der hat dann die Sonnenbrille. Also die Sonnenbrille könnte ich einigermaßen nachstellen. Weil ich habe inzwischen zwei Sonnenbrillen, muss man dazu sagen. Kurzes Update zu meinem Sonnenbrillenstatus. Ich habe jetzt zwei. Ich habe einmal eine normalere Sonnenbrille jetzt, weil meine Freundin mich dazu gezwungen hat, so ein bisschen. Und ich habe eine andere Sonnenbrille, die tendenziell eher wie eine Radlerbrille aussieht. Und meine Freundin hat gesagt, so gehst du nicht aus dem Haus.
Oder so geht sie mit mir nirgendwo hin, wenn ich die anhab. Dementsprechend bin ich nur im Besitz beider. Aber Freunde, diese Radlerbrille, die wird definitiv nochmal aufgesetzt. Ich sag, die ist alleine für den Witz ist die ja mega geil. Und wenn ich dann irgendwann mal Fahrrad fahre, dann kann ich die auch guten Gewissens aufsetzen und mir denken, yeah, das bin ich. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir vielleicht, wenn ich in München wohne, ein Klappfahrrad zulegen will. Ich glaube aber, das ist am Ende zu nervig. Aber es wäre halt ganz praktisch, weil das könnte ich mit in die U-Bahn und so nehmen. Das ist halt leider schwierig. Aber wäre sehr nice. Und ja, ich glaube, Mark heißt der. Sehe ich gerade. Und ich bin mir sehr sicher, Radlerbrille beim Face-Reveal. Wegen mir kann ich da die Radlerbrille gerne aufsetzen. Habe ich kein Problem mit. Ich sag, ich bin ehrlich, ich fühle die Radlerbrille. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich finde es mega funny. Also inzwischen, also als erstes dachte ich einfach nur, die sieht gut aus. Dann habe ich verstanden, okay, weiß ich nicht, wie krass die aussieht. Die sieht vielleicht auch eher ein bisschen mimisch aus. Und die sieht auch, also ich bin ehrlich, auch im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was meine Freundin damit meint. Weil das sieht schon echt ein bisschen sehr cringig aus mit der Radlerbrille. Deshalb, da kann man nichts gegen sagen. Da kann man nichts gegen sagen, das verstehe ich. Deshalb habe ich jetzt eine normale. Ich werde dich für alle Ewigkeit mit dieser Brille assoziieren. Es ist okay für mich. Ich feiere die Brille ein bisschen. Aber inzwischen feiere ich sie eher, weil sie witzig ist. Früher dachte ich wirklich, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber inzwischen sehe ich schon, weiß man nicht. Lass nicht drüber reden, dass ich bei Radlerbrille erst an das Getränk gedacht habe und meine Freundin gut verstanden habe. Ah, du meinst also an Radler? Das Getränk, das Halbalkoholische nennen wir es jetzt mal. Aber ich sag, die Brille schon sehr funny. Werde ich definitiv irgendwann mal anhaben. Also ich sag, Freunde, sollte ich jemals auf ein Event gehen? Wer weiß, vielleicht Kruger oder sowas, wenn die Zeit in irgendeiner Form da ist. Und die Möglichkeit und das Geld und alles drum und dran. Dann werde ich diese Brille aufhaben. Nur für euch. Und dann erkennt ihr mich, dann erkennt ihr Downy Downster an der Radlerbrille. Und eventuell an dem unfassbar guten Aussehen. Das ist aber was anderes. Das ist natürlich was anderes. Aber da sind ja, es gibt ja sehr viele hübsche Menschen. Dann auf der Kruger. Dementsprechend. Aber ja. Dann werde ich extra für euch diese Radlerbrille anziehen. Oder an der Stimme. Naja gut, aber du kannst ja nicht, also du kannst ja quasi, also aus der Entfernung würdest du ja mich nicht erkennen anhand meiner Stimme. Verstehst du, wie ich es meine? So, wenn ich jetzt quasi, stell dir vor, da ganz am Ende, so an einem Ende des Zimmers stehe ich und am anderen Ende stehst du. Ja, wobei doch, da würde man es hören. Schauen wir mal. Auf der Kruge erstmal Scott vom Fahrradweg suchen. Ja, so in etwa würde das, glaube ich, dann ablaufen. Aber sowas wie Kruger wäre auch mal wieder nass. Ich glaube auch, boah, wisst ihr, worauf ich, wenn es halt mal wieder so ein gutes Offline-Event gäbe, wie das CPP von früher. Das wäre stark. Ich glaube, dann hätte ich auch mal wieder richtig Bock, mich mit Competitive im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Und mit irgendeinem Meta halt einfach. Weil momentan, Gott, bitte box dich nicht selber, danke. Habe ich da halt gar keinen Grund für. Und so ein CPP, das wäre wieder was, was mega geil wäre. Weil da kannst du dich dann auch nicht einfach verziehen. Weil wenn du verloren hast, das sieht dann jeder. Und da darfst du dich dann nicht blamieren. Deshalb einfach so viel üben, bis man nur noch gewinnt. Easy peasy. Ich würde dich eher als Wanderer sehen. Wanderer wäre auch stark. Wanderer wäre actually auch ein Ding, was ich machen würde. Ich glaube, Wanderer, Walter und Scott sehe ich. Walter eher schwierig, deshalb bin ich eher beim Wanderer oder Scott. Ich glaube allerdings, dass das Wanderer-Cosplay eher nervig ist, weil die sind ja immer so dick angezogen und alles. Und da würde ich einfach verrecken. Deshalb momentan sehe ich mich eher bei Scott noch. Aber ich wüsste nicht, wie ich die Haare von Scott hinbekomme. Weil die sind ja so buschig, kugelig irgendwie in die Richtung, glaube ich. Und ich habe gar keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Ich glaube, das kriege ich auch nicht wirklich hin. Dafür sind meine Haare leider nicht gemacht. Ja, weil ich mir unsicher bin und mehrere Menschen mit Radlerbrille sehe, stehe ich mich daneben und höre. Also ich sage euch, wie es ist. Wenn auf der Kruger mehrere Leute mit Radlerbrille unterwegs wären, dann wäre ein bisschen weird. Papunga wäre actually interesting. Aber ich weiß nicht. Downy hat wohl noch nie was von Perücken gehört. Doch, aber... Naja, Downy als Triathlet. Na, weiß ich nicht.
Ich will auch sehr gerne zu Google oder Gamescom, aber dafür habe ich einfach kein Geld. Doof. Aber also bisher steht ja noch gar nichts fest. Gamescom will ich auch irgendwann mal einmal in meinem Leben machen. Einmal nur, um einmal dieses Feeling auch gehabt zu haben. Aber momentan würde ich das lassen. Der Rivale wurde easy besiegt. Ja, ja, der Rivale ist lange weggeklatscht worden. Ich glaube, ja, war zu sehr vom Gruger-Gerede abgelenkt. Auch nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob Papunga nicht cool wäre. Wäre Papunga etwas, auf das ich Lust hätte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Downy im Teemo-Cosplay. Boah, dafür bin ich, glaube ich, zu klein. Und ich glaube... Nee, ich glaube, das Hauptproblem wäre vor allem, dass ich zu klein wäre. Ansonsten würde es funktionieren. Ich glaube, von den Haaren würde ich das auch einigermaßen... Okay, hier gibt es halt echt so wenig Encounter, ne? Ich glaube, von den Haaren wäre das, I guess, machbar. Aber ansonsten kriegt man es, glaube ich, hin. Also es wäre zumindest nicht so unrealistisch wie, weiß ich nicht, der Triathlet aus Pokémon. Also Triathlet, sage ich euch, da scheitert es schon an der Figur. Da bin ich dann raus. Wobei, ich sage, so ein bisschen dickerer Triathlet hätte auch was Witziges, ne? Stell dich mal den Triathleten... Imagine Triathlet, but he's fake. Stell euch das so vor. So, das wäre ich als Triathlet. Da sehe ich mich eigentlich auch. Oder so ein Footballspieler. Ey, unironisch, ne? Zu... Oh, wie heißt das? Halloween, so heißt das. War anfangs der Plan, dass wenn meine Freunde und ich irgendwo eingeladen werden, dass ich halt als weil ich hasse verkleiden, wie ihr wisst. Ich hasse ja. Ich hasse es, mich zu verkleiden. War der Plan, dass ich einfach so ein riesiges Shirt von meinem Bruder nehme, weil der hat Football-Shirts. Und das würde mir ziemlich sicher noch passen. Und dann hätte er auch einen Helm gehabt. Und dann wäre ich als Rugby-Football-Spieler, was auch immer, gegangen. Und meine Freundin dann halt als Cheerleaderin. Das war so der Plan. Ich bin am Ende doch sehr froh, dass es einfach gar nicht dazu gekommen ist, weil wir beide krank waren. Weil, wie gesagt, ich hasse es, mich zu verkleiden. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich finde das so unangenehm. Ich weiß nicht, ich hasse... Das hasse ich eher an mir, dass mir sowas einfach richtig gut unangenehm ist. Die guten Halloween-Kostüme, ey... Wir hatten halt auch gar keinen Bock irgendwie... Ich habe auch gesagt, ich habe keinen Bock irgendwie groß was zu kaufen. Die andere Wahl wäre gewesen, einfach das Sensenmann-Kostüm von 2018 rauszuholen, was ich mir gekauft hatte. Mit einer Plastiksense, möchte ich kurz anmerken. Da war eine geile Plastiksense auch mit dabei. Das auszupacken, weil... Ja, was anderes habe ich halt nicht da. Ich habe ein Bugs-Trikot, kann ich dir ausleihen. Ich hoffe einfach, es wird niemals zu irgendwas in der Richtung kommen. Das wäre einfach am besten. Da war einfach Pokémaniac. Nee, ich glaube, da sehe ich mich... Wobei meine Freundin hat gemeint, ich sehe gut mit Hut aus. Hüte stehen mir anscheinend. Mit dem Sensenmann der Karten muss man immer rechnen. Ja, ich war absolut krasser Sensenmann. Also die Plastiksense war schon... Das war Highlight. Wo eigentlich Legios Halloween-Kostüm? Ja, habt ihr das Legios-Kostüm finanziert? Nein! Haben wir nicht gesagt, wenn ihr es finanziert, machen wir das? Habt ihr es finanziert? Offensichtlich nicht, weil es gab ja... Oh mein Gott, ich kotze jetzt schon. Das heißt, mir tot jede Power Whip am Missen, ne? Also, ich habe da keine Finanzierung für das Legios-Kostüm gesehen. Ich habe genügend finanziert, weiß man nicht. Also, Gentleman, Downy. Gentleman sehe ich mich auch. Da sehe ich mich. Ich hätte eben mega Bock. Ich bin ehrlich, auf eine Sache hätte ich Bock. Ich würde gerne mal so Monokel und so tragen. So halt wirklich so ein bisschen angelehnt an Gentleman. Das wäre actually eine coole Sache. Würde ich echt mal machen. Downy als Harvey, der Typ mit dem Noctusca-Outfit. Oh Gott, bitte nein. Nein, 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 nein. Ich habe genügend finanziert. Ja, dann haben die anderen halt zu wenig gemacht. Du musst ja 5 Leute finanzieren. Ich mag es, dass wir mit Outreach gerade einfach alles in die nächste Dimension schallern. Bin großer Fan. Deshalb ja. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, vor allem so ein Legios-Kostüm, das müsstest du ja legitim anfertigen lassen, ne? Ich bezweifle... Gibt es Legios-Kostüme? Es gibt niemals im Leben ein Legios-Kostüm, oder? Dass man sich das irgendwie schnappen könnte oder so in irgendeiner Form. Das würde mich jetzt stark wundern, dass das existiert.
Ja, ich sehe schon. So, wir listen einfach jetzt jeden Pokémon-NPC auf, bis ich am Ende quasi so sage, ja doch, eigentlich kann ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und das einfach bei jedem Einzelnen am Ende. Das ist dann die neue Challenge, einfach jeden zu covern. Einfach, ich geh rein mit Flobert und Blocky in die Cosplays. Die haben ja schon angefangen. Und ich denke mir so, oh ja, Freunde, da bin ich auch gleich mit drin. Die nicen Cosplays. Ich bin da, Freunde. Ich bin down. Bei mir sowas ja überhaupt nicht. Ich glaube, im Internet wäre es mir jetzt nicht so unangenehm. Weil irgendwie im Internet sind mir Dinge allgemein nicht so leicht unangenehm, wie jetzt im richtigen Leben. Also, würdet ihr mich jetzt im richtigen Leben sehen, würde ich das niemals machen. Da würde ich mir, also, ich würde jetzt so mündlich hier im Stream zu euch sagen, hey, easy, Freunde. Da ist ja, ist doch überhaupt nicht unangenehm. Machen wir absolut free. Und im richtigen Leben würde ich dann da sitzen und mir denken, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war doch keine so gute Idee. Können wir das bitte lassen? Genauso in der Tonlage aber auch einfach. Also, da wäre halt, nee, das wäre einfach gar nichts für mich. Impoleon kann Dueling Beat, cool. Downy Misty Cosplay, oh nein, im Bikini, oh nein. Ich glaube, da wäre meine Schmerzensgrenze. Also im Bikini, da würde ich jetzt einfach mal sagen, eher nein. Eher nein. Ich liebe, by the way, den Gen 5 Squad und Miss Magius. Ja, Miss Magius ist eine Fee, das hat mich überzeugt. Ich suche halt auch immer nach anderen Monstern, auf die ich Bock habe, aber es kommt halt auch einfach nichts, auf das ich noch so Bock habe. Ich würde halt echt gerne so andere Monster, Bugbass, mit reinnehmen. Aber in den meisten Fällen ist halt echt nichts da. Boah, wir sind langsam mit denen vorne. Ist halt echt nichts da, auf das ich irgendwie Bock habe. Bikini und Hotpants. Oh ja, Freunde, gehen wir rein. Da gehen wir rein. Wie viel würdet ihr zahlen, Downy in Bikini und Hotpants zu sehen? Was wären so die Summen, die fließen würden? Schauen wir mal. Was bietet der Höchstbietende? Come on, Downy. Leon hat sogar onstream mal ein Kleid angehabt. Also, ich bin ehrlich, ein Kleid fände ich nicht so schlimm wie Hotpants und Bikini. Ich glaube, das wäre was anderes. 10 Euro, 3 Euro, 10 Euro 1. Na, das ist ja weit zu wenig. Mindestgebot wäre ja schon, ich sag mal, 500 Minimum. Ich würde dafür bezahlen, es nicht zu sehen. 1000, guck, da sind wir. Taka, der hat jetzt mal ein vernünftiges Angebot. Da können wir mal gerne einsteigen. Da wäre ich eher drin. 500? Ja, ist ja mega unangenehm, Maxi, hä? Willst du mir jetzt sagen, dass du für 10 Euro... Willst du mir jetzt sagen, Maxi, dass du für 10 Euro Bikini und Hotpants anziehst? Man muss ja erstmal was finden, was in meiner Größe an Hotpants passt. Das ist ja alleine schon, also... Alleine in den Laden oder irgendwo hinzugehen, um sowas zu machen. Nö, aber wer bezahlt denn 500? Oh, also, Maxi, ich weiß nicht, ob du im Internet unterwegs bist, aber da gibt's genug Leute, die sowas machen, actually. Also, die sich denken, XD und zu viel Geld anscheinend übrig haben. Ich würde das Outfit ausgeben und dich beraten. Na, weiß ich nicht. Wir können's auch, ich glaube, wir lassen's auch am besten einfach. Ich denke, das ist so eine nette Idee, über die wir heute sehr giggeln und im Nachhinein uns denken, ja. Wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir den Vogel auch... Ich imaginiere das in Wirklichkeit. Hat sicher schon mal irgendjemand gemacht. Zu 100% hat sowas jemand schon im Stream gebracht. Also zu 3 Millionen % würde ich sogar fast sagen. Gab's das schon mal. Ich mag's aber auch, jetzt stelle ich mir so vor, wie ich gerade so... Jetzt muss ich mir so vorstellen, wie ich so im Laden unterwegs bin, ne, mit Maxi zusammen. Und wir suchen einfach so Bikini und Hotpants. Und Maxi sagt dann einfach so, ich weiß nicht, Downy, ich weiß nicht, ob die Hotpants so gut zu dir passen. Da kommt einfach dein Arsch nicht genug zur Geltung. Das ist eine, ich weiß nicht, ob ich diese Vorstellung großartig finde oder ob ich mir einfach nur denke, ach du Scheiße. Ist mir gerade einfach so im Kopf herumgeschwirrt. Ist einfach so ein Ding, wo ich mir dachte, das möchte ich doch mit meinen Lieblingsmenschen hier im Chat teilen. Diese wundervollen Gedanken. Warum muss ich jetzt so weit zurücklaufen für Heilung? Ich würde es fühlen. Ah, weiß jetzt nicht, wie sehr. Ja. Also wäre schon funny. Aber ich weiß jetzt nicht, wie geil das am Ende dann ist. Vor allem die Leute, die einen dann immer sehen, ne? Das ist ja das Unangenehme, was die dann über einen denken. Ich meine, im Normalfall siehst du die ja nie wieder. Aber stellt euch mal vor, das wird dann so mein Durchbruchstream. Stellt euch vor, so Downy in Hotpants wird der Durchbruchstream. Das ist es dann einfach. Imaginiert euch das.
Also fände ich schon irgendwo cool. Aber auch gleichzeitig sehr, sehr weird. Voitickle kann der. Oh, das ist fancy. Deutsche Papa Platte. Ach ja, das wäre nice. Imaginiere Papa Platte zu sein und so viel Geld zu verdienen. Das wäre geil. Also allgemein viel Geld zu verdienen. Geil. Der Kanal wird umbenannt. Downy the Sexy Boy. Genau so, nicht anders. Oh, kannst du bitte. Oh, Papunga, please. Aufnehmen und auf TikTok. Yo, ich glaube halt actually. Ich sag unironisch. Das auf TikTok würde, glaube ich, mega gut ankommen. Ich glaube, das wäre ein starkes TikTok. Am Ende. Ich glaube, das würde viele Likes geben. Allgemein glaube ich auch, so TikTok zu haben als YouTuber, Twitch-Streamer ist in. Mystical Fire. Ist inzwischen auch eine sehr starke Sache. Warte mal, kann. Oh, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir maybe Moonblast wegmachen. Weil Raining Kiss Base 70 halt echt viel. Und das finde ich halt eigentlich schon sehr geil. Aber Moonblast. Ha. Aber mit Mystical Fire können wir dann auch durch Steals breaken. Ja, scheiß auf die Recovery. Ich glaube, wir scheißen jetzt einmal drauf. Wir gehen auf the damage. Okay, da wäre Koba. Und ansonsten ist da niemand okay. Hallo, haben Sie Hotpants für einen sehr großen Mann? So alleine das, die Kassiererin zu fragen oder wo auch immer man hingeht. Das würde ja. Nee. 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 Also in meinem Kopf sehe ich schon, wie einfach die unangenehme. Das unangenehme Gefühl einfach innerhalb von mir selber sich schon breit macht. Und sich denkt, warum tun sie das? Jetzt denke ich mir auch schon so, warum rede ich darüber? Und warum habe ich Outrage gedrückt? Ich sehe schon, wie ich jetzt am Ende des Abends da sitze und mir dann wieder so denken werde, ach ja, heute wilder Tag, mal wieder ein bisschen darüber geredet, wie es wäre, Hotpants zu tragen und sowas. Das ist doch... Ach, dankeschön, Kovalium, für gar nichts. Das war ein typischer Tag im Downy Downs erleben. So ein bisschen überlegen, wie es wäre, wenn man Hotpants trägt und sowas. Ganz normal. Wer sagt bitte, dass es Männer-Hotpants sein soll? Gibt es Männer-Hotpants? Warte ab, bis du Ende des Jahres wieder Clipwatch machst und dann davon ein Clip auftaucht. Ich hoffe einfach nicht. Dann werde ich mir auch denken, warum haben wir darüber nochmal geredet? Was war die Idee dahinter? Und die Idee dahinter ist natürlich Entertainment, Freunde. Weil sind wir ehrlich, ist ja mega witzig. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht mega witzig ist. Vor allem, da wir in einem Stadium im Spiel sind, der gerade echt langweilig sind, weil die Kämpfe jetzt gerade auch nicht besonders schwierig ist. Ist eine Millionenidee. Also ich sag, wenn ich auf Twitch berühmt werde als der Typ, der weirde Cosplays macht und nebenbei fucking Pokémon spielt, ich nehm's. Ich nehm's, wenn ich davon mehr als nur leben kann. Also wenn ich damit richtig gut verdienen könnte, ich wär okay damit. Alles, was Geld einbringt, nimmt man. Core meint jetzt auch schon bekommen. Geil. Also haben wir schon ein paar nice TMs bekommen. So. Jetzt kommt, glaube ich, der Violatius-Kampf. Ablösung von BarfTube-Streams. Ja, wir haben jetzt... Patentieren wir hier an der Stelle. Und ich glaube, da werden sie wieder drin. Alles würde ich nicht sagen. Ja, alles nicht, aber... Ich sag, da wären wir schon down. Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt genug über Hotpants und den ganzen Kram hier gerade geredet. Ich glaube, wir können damit das Thema offiziell abschließen. Ich glaube, da können wir das Thema jetzt offiziell mit abschließen. Ich würde mir jetzt weit aus dem Fenster nehmen und einfach mal sagen, wir haben jetzt das Wichtigste damit besprochen, was es so gibt für heute. Ich glaube, damit haben wir Peak für heute erreicht. Schlimmer wird es nicht mehr thematisch. Oder hat irgendjemand einen schlimmeren Vorschlag? Wie sind wir nochmal? Das ist tatsächlich eine exzellente Frage, wie wir überhaupt gerade hier rüber geswitcht sind. Ach nee, doch nicht. Das ist so ein schönes Thema für nebenbei. Ich bewerbe mich gerade fleißig. Ah ja, okay. Da ist so Misty. Aber wie sind wir auf Misty gekommen? Ah ja, wir waren bei Halloween irgendwann. Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie sind wir da hingekommen, das auf jeden Fall. So, Hagestimmt tötet zwei Leute, finde ich nett. Cosplays für dich, aber wie sind wir auf Cosplays für mich gekommen? Was haben wir besprochen? Ja, ist auch eigentlich wurscht.
Ist auch eigentlich Wimbe. Pokémon NPC Cosplay, stimmt. Irgendwie sind wir darauf gekommen. Oh, das wird wehtun. Ich glaube, das wird mich töten. Schade, Sibirio. Gruga. Ah, Gruga und die Radlerbrille. Genau. Da waren wir ja eigentlich. Ja, auf jeden Fall, so Fantreffens wären auf jeden Fall eine Sache, die eigentlich echt cool wären, muss ich sagen. Ich glaube, wir schicken Leon rein. Muss man halt mal gucken, ob man maybe vielleicht jetzt dann mal wieder irgendwas in die Wege leiten kann. Das Ding ist, ich hätte bei sowas auch gar keine Ahnung, wo man sowas machen soll und so. Ob man da irgendwie in irgendeiner Form was machen kann. Weil ich glaube, selbst organisieren sowas ist viel zu schwierig. Weil da müsste man dann auch Eintritt und so Kacke nehmen und... Also ich bin ehrlich, ich fände es cool, mal sowas zu planen, muss ich gestehen. Aber ich sehe mich momentan nicht in der Möglichkeit, sowas zu machen. Vor allem müsste man dann auch halt eigentlich irgendwas finden, was in meiner Nähe fast ist, aber... Ja. Größere Fantreffen musst du der Polizei melden. Ja, ja, das ist mir klar. Also es wäre ja auch nicht mal direkt so ein großes Fantreffen, sondern... ich würde dann halt wirklich schon überlegen, ob man nicht sowas wie halt CPP versucht aufzubauen. Was ist aufzubauen? Aber so eine Art Event zu machen, wo man sagt, jo, da können die Leute auch schön gegeneinander spielen und sowas. Dass man sich halt jetzt nicht wirklich einfach trifft und dann schieß mich ab, einfach auf die Theresienwiese oder sowas setzt, irgendwie sowas. Also nicht sowas in die Richtung. Also schon eher in Richtung, man mietet sich fast schon was. Und dann guckt man mal, was man so rausmachen kann. Aber ich glaube, das ist viel zu komplex und also geldtechnisch ist das sowieso momentan gar nicht in irgendeinem Bereich des Möglichen. Da ist man raus. Aber maybe, irgendwann könnte man sowas ja vielleicht mal organisieren, weil ich feier Sachen zu organisieren. Also da bin ich halt dick down, sowas zu organisieren und so. Damit habe ich wirklich gar kein Problem. Aber das muss man halt einfach mal gucken. Aber maybe vielleicht irgendwann in Zukunft sollte dieser Kanal und alles weiterhin so bestehen bleiben und alles drum und dran, ne? Dass es dann... Danke dir. Dass es dann eine Überlegung wert wäre, tatsächlich. Ich habe legit mal geträumt, dass wir gemeinsam ca. 20 Leute ins Gasthaus gegangen sind und wir gemeinsam gegessen haben. Nicht schlecht. Weil, also das Ding ist, wenn ich mal ein Fantreffen mache, das könnte man wirklich unironisch irgendwann mal machen, wenn Leute da Bock hätten. Aber das würde dann halt auch einmal nur so irgendwo in München stattfinden, weil ich habe jetzt nicht vor, da irgendwie mega weit zu fahren oder so. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob man da jetzt unbedingt auch ein Fantreffen machen will oder so, weil ich bin ehrlich, ich hätte halt gar keine Ahnung, was ich bei so einem Fantreffen groß machen soll. So, ich meine, ja, keine Ahnung. Man kann halt so zusammen irgendwo fooden gehen. Deshalb, ja, müssen wir mal gucken. Irgendwann werde ich mit Sabi nach München kommen. Ich wäre enttäuscht, wenn wir uns nicht sehen. Ja, nee, das kriegen wir ja ganz easy locker hin. Also wenn du in München bist, dann musst du nur Bescheid geben. Dann nehme ich mir dann zur Not irgendwelche Überstunden weg, auch von der Arbeit oder so, wenn das unter der Woche wäre oder so. Das wäre ja gar kein Stress. Einmal Fan-Treffen, einmal Hände schütteln und dann gehen wir alle wieder unseres Weges. Das ist doch ein absolut gigantisch geiles Fan-Treffen. Was will man mehr im Leben, ne? Boah, mich nervt es so, dass Playrough leider nicht mit Sheer Force Live-Op funktioniert, obwohl es das eigentlich tun müsste. Als einziges Getränk erlaubt Paulaner. Ja, ich sag. So ein Paulaner, Paulaner Spezi-Treffen. Da sehe ich mich ja dick. Das wäre schon fancy, muss ich sagen. So allgemein, jeder nimmt einen Kasten mit. Und zum Schluss jedes Paulaner Spezies übrigens bald geht an mich. Ich weiß nicht, warum ich kurz ins Schweizerdeutsch übergegangen bin, aber hey. Wer ohne Paulaner Spezies kommt, darf Downies an nicht schütteln. Ja. Hat Playrough überhaupt einen Nebeneffekt? Ja, dass du den Angriff des Gegners droppst. Deshalb eigentlich sollte es halt funktionieren. Deshalb verstehe ich nicht genau, warum es nicht geht. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Bug ist. Ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Aber ist halt ein bisschen nervig wegen dem Leben-Orb. Aber naja. Damit leben wir jetzt einfach. Aber das ist eine funny Idee. Ja, maybe macht man irgendwann mal ein Fan-Treffen. Momentan lasst mich erstmal meine Ausbildung irgendwie rumkriegen. Und dann muss man mal gucken.
wie alles überhaupt weitergeht, was man macht, wo man hinzieht oder so. Auch nach der Ausbildung. Ich weiß auch gar nicht, noch nicht, wie ich das mache. Ich habe halt immer noch vor, dieses Jahr umzuziehen. Ich weiß halt noch nicht, ob ich nicht vielleicht irgendwie, wenn die mich übernehmen würden, ob ich dann nicht eine Zeit lang noch erst bei meiner momentanen Arbeitsstelle arbeite, einfach nur auch, um ein bisschen mehr Geld nochmal... Oh, der hat Rough Skin, doof. Geld zu verdienen, und eigentlich wollte ich eher ausrüsten, aber egal. Und ja. Warte mal, Moment. Du weißt... Stara, du weißt nicht, was das Paulaner Spezi ist? Maybe Bug, weil die Attacke Überroller überschrieben wurde. Ah, ja, maybe an sowas kann es wirklich liegen, ja. Das ist halt ein bisschen nervig, aber damit leben wir. Als ob Paulaner Spezi ist halt einfach ein Spezi. Aber es ist nicht nur irgendein Spezi, es ist das beste Spezi. Also wirklich, wenn du das mal getrunken hast, schmeckt leicht anders, meiner Meinung nach, als andere Spezies. Bin ich ganz ehrlich, ich finde, es schmeckt leicht anders. Aber es ist so lecker, meiner Meinung nach. Also so lecker. Lecko Mew. Ich glaube, da ist auch tendenziell mehr Koffein drin, glaube ich, als in herkömmlicher Spezi. Stick, okay. Würde ich jetzt behaupten. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube es nur. Aua! Uiui. Wusste ich auch nicht, bevor ich es vor dem Park getrunken habe und es semi fand. Puh. Du traust dich was, Powerpeaker. Du traust dich ganz schön was. Paulaner Spezi hier schlecht reden. Das Schammerdadimi. Schammerdadimi! So. Hätten wir den besiegt. So, jetzt interessiert es mich halt. Gibt es hier auch mal noch ein Pokémon, was ich irgendwie. Das hat er letztens schon bei mir im Stream geschrieben. Darf ich ihn bannen? Wäre eigentlich eine Überlegung wert, aber ich sag mal, das Ding da und die steht ja für Meinungsfreiheit. Heracross wäre actually echt cool. Ich hätte durchaus Bock auch auf den. Aber eigentlich will ich Sibirio nicht rauswerfen, weil der ein cooles neues Typing dazu bekommen hat. Rapidash hat, glaube ich, den Feen-Typ. Rapidash wäre actually eine Überlegung. Aber eigentlich will ich Miss Magius auch nicht rauswerfen, weil der eigentlich auch geil ist. Und ich gönne dem auch noch Subs. Pff, das denkt man sich. Kann man das irgendwo bestellen oder muss ich persönlich hinfahren? Also, ich glaube, eigentlich findest du das überall, wo es halt so Getränke fast gibt. Also, Ich überlege gerade, ob ich einen Charon benutzen möchte. Aber ich glaube, das ist too weak, um hier irgendwie was zu reißen. Das ist das Problem. Wir brauchen halt auch Mons, die stark genug sind, um was zu reißen. Aber eigentlich kannst du in fast jedem Laden kaufen, nenne ich es jetzt mal. Ist halt ganz normal. Ist halt eine Glasflasche auf jeden Fall. Und da steht halt dick Spezi drauf, glaube ich. In so Rot, Orange, Gelb Farben. Das sind sie, glaube ich, zu. Was? Okay. Bosstrainer Banger. Na, ganz toll. Level 60. Ach du Scheiße. Das ist natürlich genau das, was man hier wieder sehen möchte. Ich habe jetzt auch keine Sekunde darüber nachgedacht, ob irgendwie so ein Gegner kommen könnte. Ich D-Dance jetzt einmal mal. Ich glaube, wir sollten eigentlich irgendwo vom Metagross leben und dann sollte EQ eigentlich auch alles wegschallern. Das ist der Bengel vom Champ, ja. Und ich feiere den richtig. Ich finde sein Design super gut. Ich liebe den. Ich hasse es, dass der... Oh mein Gott. Nein! Ich hasse es, dass der so wenig Erscheinungen... Also so wenig... Oh Gott, ja gut, nevermind. Freeze ist egal. Ist einfach komplett irrelevant. Lecko Mew. Dass der so wenig Relevanz hat. Gut, probieren wir den nächsten Setup Sweeper. Und hallo Hegena, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag bis hierhin. Feier... Was? Na gut, der kann auch noch Fire Punch. Warum kann er das? Yo, das ist ja mega das geile Emote von Tim Kreine. Das ist ja absolut geil. Yo, das feier ich ja dick mit dem Feuer. Ist ja richtig schlau. Vor allem mit dem Zip da passt das ja mega gut, muss ich gestehen. Es gibt Paulaner Spezi auch bei Amazon, also von dem her ja. Das ist, denke ich, jetzt nicht so das Problem. Ja gut, zwei Pokémon verloren, bis man Metagross besiegt, ist ein bisschen schwierig. Vor allem eins davon war Maxax. Ja, Burn wäre ein bisschen schwierig geworden. Gyarados.
Und kann Metagross nicht generell Fire Punch. Also das sehe ich schon ein, dass er das halt nicht kann, ne? Gibt auch die Spezi-Dosen. Ich feiere aber allgemein keine Dose, muss ich sagen. Also Dosen finde ich im Allgemeinen eh immer meistens sehr kacke und nervig. Weil ich immer das Gefühl habe, da kann ich nicht so geil daraus trinken und alles. Ah, ist irgendwie so geil. Nicht so geil. Warum D-Dance der? Also er hat wahrscheinlich eine Wakanberry. Deshalb D-Dance der hier. Aber died der nicht trotzdem? Ja, Wakanberry. Aber der died doch trotzdem. Er died nicht. Oh mein Gott. Er hittet natürlich auch den Power Whip. Warum sollte er den auch nicht hitten? Oh, Electros. Geil. Ja, die Dosen, ich weiß auch nicht, Dosen im Allgemeinen so egal. Also das hat nicht mal was mit der Paulaner-Spezie zu tun. Ich finde, ja natürlich hat er noch einen Garchomp. Ich finde Dosen einfach im Allgemeinen nicht so geil, muss ich gestehen. Die feiere ich nicht. Ja, da hätte halt ein Random Move kommen können, deshalb bin ich nicht in Miss Magius gegangen. Ich weiß gar nicht, lebt Miss Magius maybe jeden Move? Kann ich hier Nasty plotten? Ich glaube, ich traue mich hier nicht zu Nasty plotten. Ich glaube, ich nehme den lieber sicher raus. Aber generell Dosen über Plastikflaschen. Ja, Plastikflaschen im Allgemeinen eh nicht so geile. Also wir haben jetzt daheim, muss ich ehrlich sagen, echt viele Plastikflaschen. Weil wir halt bei Aldi und so kaufen. Da sind tendenziell, glaube ich, fast nur Plastikflaschen. Also unsere Getränke, deshalb. Ember hat er noch. Oh, das ist actually echt nervig. Ich glaube, Seismitoad lebt noch, dann ist fein. Deshalb ja. Glas, Dosen, Plastik gehe ich mit. Also Glas will ich auch tendenziell mehr haben. Mein Problem. Was? We create Ember. Na gut. Klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht mal einen V-Generator auspacken? Warum wollen manche Firmen einen handgeschriebenen Lebenslauf? Echt? Firmen wollen einen handgeschriebenen Lebenslauf? Habe ich noch nie gehört, bin ich ehrlich. Das ist ja mega dumm. Wie hat der das denn auf... Also klar, er hat die Antibeere, aber... Ach du Scheiße, als ob der das lebt. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, bin ich ehrlich. Also die sind ja dann wirklich aus der Steinzeit. Bin ich ganz ehrlich zu dir, das sind ja absolute Steinzeitmenschen dann. Also handgeschriebener Lebenslauf ist ja gigalost. Ah, ist ja einfach nur lost. Victini hat angerufen, es will seine Attacke zurück. Ja, das unterschreibe ich. Volcarona, ach du Fug. Ich glaube, ich muss jetzt hier sogar Nasty plotten. Damit ich einfach den Damage-Output kriege und er quivert. Ich musste letztens einen Zettel wegfaxen. Ach du Scheiße. Wobei, ich glaube... Nee, wobei, musstest du das an irgendeine Person wegfaxen oder... Also an den Kunden meine ich damit oder einfach an irgendeine random Person wegen Schieß mich tot. Was? Ja gut, das ist verloren. Oh mein Gott. Was kommt da jetzt auch? Okay. Mit was hat er nochmal geleadet? Metagross, ne? Dann ist Seismitoad eigentlich der beste Lead, den ich machen kann. Und dann gucken wir mal, wie das ausgeht. Speichere mal kurz ab, damit wir nicht krass overleveln. Aber ja, wegfaxen, ja auch gigalost. Ich bin eh überrascht, was teilweise noch so für Sachen, so altertümliche Dinge gemacht werden. Weil ich denke mir, so Sachen wegfaxen, handgeschriebenes etwas, ist halt so... Like, what the fuck, wo lebst du? Du musst ja mit der Zeit gehen, vor allem in der heutigen Zeit, ist eigentlich mega krass. Wenn du irgendwie, also handgeschriebenen Lebenslauf finde ich ja gerade mega krass, bin ich ehrlich. Weil, like, wir sind in der Zeit, gerade nach Corona vor allem, denke ich mir so, Leute, geht's euch gut? Seid ihr lost? Oder was ist falsch mit euch? Ihr müsst doch eigentlich so scheide Existenz haben. Ah, dass der nochmal Power-Up finde ich gerade gar nicht so gut. Wobei, es ist eigentlich okay, weil ich kann ihn ja easy peasy revengen. Und ich kriege ja jetzt genug Damage auf das Gyarados mit Donnerblitz. Und dann sollte das eigentlich... geile Para! Und dann sollte das fein sein. Sind wir maybe... Ich wollte gerade sagen, maybe sind wir sogar jetzt schneller. Das ist geil. Okay, Gyarados haben wir dann jetzt weg. Ich muss halt aufpassen, weil 64 ist halt die Level Cap. Ich meine, ich habe noch ein paar Pokémon auf der Bank, die ich zur Not benutzen kann. Da ist Garchomp wieder... Wisst ihr was?
Wir gehen jetzt einfach hart in Kreine. Zaplarang ist mega geil. Ich bin so sad, dass der nicht mehr... Vor allem Zaplarang wäre inzwischen absolut mein Spielstil. Ey, wie draufklatschen und dann U-Turn drücken. Einfach 1:1 mein Spielstil wäre der inzwischen. Der wäre ja so geil als Lower-Tier-Pick. So einfach komplett Immunity und alles mega geil. Oh nein, das ist lol. Okay, er choked. Generell fehlt mir immer mehr der National Dex. Ja, ich muss auch sagen, also ich finde es inzwischen halt, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ganz cool, dass wir halt angefangen haben mit nicht vollständigen Decks, weil dadurch kann man immer das Meta ein bisschen abwandeln. Aber ich finde es halt traurig, dass wir den jetzt nicht einfach komplett halt voll gemacht haben. Das blicke ich auch gar nicht, warum der nicht einfach komplett fertig gemacht wurde, der Dex am Ende. Weil es fehlen ja jetzt wirklich nur so roundabout, kann es sein, dass nur so 50 bis 100 Mons fehlen oder so? Momentan im Sword and Shield Decks, beziehungsweise im Sword and Shield Playable Mons, wo halt Electros zum Beispiel dazu gehört. Dass ich halt einfach nicht blicke, warum das so ist. Also ich check's halt echt gar nicht. Sind schon mehr? Okay, dann nevermind. Ich dachte, ich hätte so eine Liste im Kopf gehabt, bei der es weniger war. So, ich versuche jetzt mal. Aber das sollte mir leben, ja. Schau jetzt mal, ob EQ maybe einfach ausreicht. Weil da ist keine Antibeere da und trotzdem der Drop und wir sind physisch besser. Ja, EQ reicht, wunderbar. Damit haben wir jetzt auch tendenziell mehr Mons noch übrig. Sind das nicht so 600, die wir jetzt haben von 900? Okay, dann habe ich nichts gesagt. Overall Gen 8 ist, glaube ich, unter 100, aber das schließt Legends und BDSP ein. Ah! Okay, ja gut. Nee, das... Ja gut, dann ist es auch nochmal was anderes. Weil ich sag halt... Nächstes Jahr Gen 5 Remakes bitte nicht. Lass Gen 5 müssen wir gar nicht remaken. Die sind so schon sehr gute Spiele. Lassen wir es doch einfach. Aber ja, stimmt, in Sword and Shield sind es viel weniger. Die Liste hat sich, glaube ich, echt einfach darauf bezogen, dass man mit BDSP und Legends argumentiert, aber das ist ja gar nicht dasselbe. Ist ja nicht, kann ja nicht alles in einem quasi benutzen. Ich bin ja eh gespannt, worüber Kusha und ich geredet haben heute, im Part auch zum Beispiel ist. Weil ich bin ehrlich zu euch, ich sage, dass ich erstens ein Problem habe und zweitens, dass GPL-Auftakt gestern gar nicht so krass war. Also ich weiß nicht, ob der Hype nicht so groß ist oder weil es an Ostern liegt oder an was. Aber ich glaube, nach Season 10, je nachdem wie competitive weitergeht, könnte für die GPL actually Schluss sein. Was denkt ihr? Ich sag, und zweitens Starkdowny, so bin ich einfach. Ihr kennt mich doch. Oh scheiße, der ist schon 64. Oh damn! Den darf ich ja jetzt echt nicht mehr benutzen. Der darf nicht overleveln. Also Miss Magis brauche ich auch für die Arena. Ich hoffe für VGC, dass Karmesin und Purpur auch mit wenigen Mons beginnen, dann durch Updates DLC neu dazukommen. Ja, das finde ich auch eigentlich sehr gut. Und einfach Incineroar rauswerfen. Kommt halt wirklich drauf an, was Gen 9 anstellt, ja. Also Gen 9 kann halt alles so ein bisschen durchrütteln. Und da kann man dann einfach mal gucken, was so rauskommt, aber ja. Sie dürfen halt Singles, ja. Also... Timer muss gefixt werden. Ich glaube, wenn der Timer so bleibt, dann wird Competitive halt auch einfach RIP sein. Dann werden sich die Leute denken, ja, ihr mich auch. Ja, ich finde auch, die BDSP-Kämpfe sehen halt wirklich scheußlich aus. Also die sehen wirklich, wirklich einfach nicht gut aus. Muss ich hier leider an der Stelle auch einfach sagen. Ich finde, die sehen auch echt grauenvoll aus. Present Block. Du hast, die Kämpfe waren halt außerdem von Present jetzt nicht extrem schön anzusehen, Present Blocky. Boah, ich sag, ja, geht. Also so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Aber ich verstehe, was ihr meint. Also ich fand jetzt auch keinen Kampf so irgendwie mega cool zum Angucken oder mega spannend. Bei vielen dachte ich mir auch, ja, okay. Ne, ist bei vielen abzusehen, wie es ausgeht. Bei... Nee, ja, weiter reden wir nicht über die Kämpfe. So. Ich glaube, Season 11 wird zumindest noch stattfinden wegen der neuen Gen. Danach weiß ich nicht. Naja, Gen 10, also Season 10 wird ja da drin stattfinden. Das ist ja eigentlich recht sicher. Habe ich mir zufällig Rare Candies hier reingecheatet? Oh ja, habe ich. Mann, bin ich geil. Brave Bird ist besser als Aerial Ace. Dann bringen wir den einfach mal auf 60. Boom Burst Idees! Der kriegt erstmal einen gediegenen Silk Scarf von mir reingedrückt. Wenn ich den Silk Scarf habe. Da. Dann können wir den dabei benutzen. So. Und da machen wir dann einmal einen Schwellow hin.
Zack. Und dann passt das. Hat aber auch noch nie so einen schlechten GPL-Start von den Klicks her. Klar, war auch Monate weg auf YouTube, aber sieht man, glaube ich, bei anderen. Ja, ich würde, also ich glaube, ich hatte nämlich letztes Mal, letztes Season, glaube ich, nach einem Tag war ich bei, ich glaube, mindestens 5000 Aufrufe oder so. Auf dem ersten Spieltag vor allem. Und ich glaube, jetzt bin ich bei 3,5. Dementsprechend, ach du Scheiße, die Village Bridge kommt ja hier auch noch. Ich dachte, ich bin ja jetzt hier bei der Durchgangspassage. Ach du Scheiße. Ich finde, BDSP sieht voll nice aus. Die Arena-Hintergründe sind in Sengar. Ja, BDSP an und für sich sieht sehr gut aus. Da gehe ich mit. Aber die Online-Kämpfe sehen grauenvoll aus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die nicht geil sind. Die sind halt echt, echt nicht geil. BB Lea. Die sind halt... Ich glaube auch, dass das mit das größte Problem ist, dass Schwert und Schild halt einfach ausgelutscht ist. Ich meine, deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir uns für Dubbies entschieden haben. Weil ich weiß, dass einige Leute nicht der Meinung waren, dass... Also viele waren auch dafür, dass wir vielleicht einfach die Liga so normal weiterspielen, weil wo ist dann der Sinn darin mit dem Dings? Ich glaube halt, Schwert und Schild ist schon extrem... Weil du da irgendwie... Ich weiß nicht. Ja, wobei, weiß ich gar nicht. Wir haben eigentlich jetzt sehr viel krasse Variationen auch gebracht. Also keine Season war ja wie die andere. Deshalb an und für sich... Ach du Scheiße. Ist es eigentlich durchwachsen? Ultraschwert und Ultraschild kommen doch von neu. Merkt euch meine Worte. Weiß ich nicht. Und hallo Jerry, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Und hallo Big Boy, ich hoffe, auch dir geht's gut. Deshalb ist alles ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Bin ich ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, die Spielansicht zählt da aber auch ein bisschen dazu. Ermine ist halt jetzt die neunte Season, wobei es für mich halt das deutsche Pokémon-Event des Jahres ist. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob die Leute nicht mehr so hyped auf GPL sind, was ich bezweifle, wenn ich ehrlich bin. Weil halt, wie du auch meinst, es ist eigentlich somit das größte Event des Jahres, wo halt wirklich so ein bisschen alle sich versammeln. Nenne ich es jetzt mal. Oh, auf Rufflet hätte ich auch Bock. Ich glaube auch, dass das Season 4 bis 6 vor allem durch die Namen sehr viel Push bekommen haben. Und ich glaube, dass dadurch halt jetzt nicht mehr das Ding größer wird. Weil das Ding ist, jetzt kommen in die GPL, also das soll jetzt nicht gemein klingen, aber in die GPL kommen ja in den meisten Fällen eher kleinere Poketuber jetzt mit rein. Siehe Belex. Ich glaube, Dennis war auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so groß. Beziehungsweise halt einfach nicht so Namen wie Sui. Ich sag auch Flobert ist noch ein großer Name und so. Deshalb, ich glaube deshalb auch der Wachstum ist halt einfach auch nicht... Okay. Schild Lapras. Der Wachstum ist halt... Nee, ich habe eigentlich keine Lust auf Lapras. Der Wachstum ist auch einfach nicht so gigantisch. Warum ist halt große YouTuber finden, die bei sowas mitmachen, das ist richtig. Ich glaube, dass vor allem halt auch kleinere das als Sprungbrett sehen, was es ja auch auf jeden Fall ist. Aber inzwischen ist es halt so, ich weiß nicht, ich glaube inzwischen kann man halt schwierig neue Leute dazu holen, weil eigentlich Prezzen und Timo so der Main-Zuschauer-Core quasi ist und die meisten von uns eh von denen quasi abstammen, nenne ich es jetzt mal, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich sag... Sagen wir, 80% meiner Zuschauerschaft kommen von Timo oder Present. Timo, Present, Flobert. Nehmen wir mal die drei. Und von mir selber kommen vielleicht die restlichen 20. Alter. Du kannst durch GPL schon gut auf 1000 grinden, aber danach wird es schwer. Finde ich auch. Ich glaube, GPL gibt dir einen Push bis zu 1000 Abos. Und ab dann wird es schwierig. Der Familienbaum der Poketuber, so sieht es nämlich aus. Also ist halt wirklich so, ne? Es ist halt durchaus... So eine Sache, die jetzt gar nicht mal so irgendwie nur so dargestellt ist. Es ist halt wirklich so. Er ist so ein bisschen der GPL-Einfluss. Ja. Also ich glaube auch, ich bin einer der wenigen, der irgendwie... Oh, ich muss kämpfen. Der einer der wenigen, der... Ich überlege gerade, wer ist denn jetzt seit so Season 3, 4 mit drin? Da wäre Maxi. Ich. Barry würde mir noch einfallen. Hyperbeam? Nein. Und ansonsten würde mir gerade gar keiner einfallen, der noch mit drin geblieben ist. Aber Sefi ist auch ein Poketuber. Ja, aber der macht ja bei sowas nicht mit. Also der hat ja gemeint, dass er
kein Fan von so Pokémon-Ligen ist. Mo kam, stimmt, Mo. Ja gut, und im Vergleich zu denen bin, ja, dann bin ich der, der am meisten in Anführungsstrichen halt da reingehasselt hat und versucht hat, es so gut es geht mitzunehmen. Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht gigantisch groß dadurch geworden, ne? Ich bin schon sehr, sehr viel größer geworden. Aber an irgendeinem Punkt ist halt jetzt so bei 4000 ist halt echt die Grenze gewesen. Ich glaube, den Rest habe ich unironisch, würde ich sagen, eher von selbst dann noch reingeholt dazu. Also durch irgendwie anderen Kram, wie Beat the Champion und so. Das halt jetzt nicht auf Draft Liga GPL aufbaut, meine ich damit, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich war früher da aber auch, habe eine Season ausgelassen. Stimmt. Ja, eine Pokémon-Team-Szene groß zu werden, ist eh schwierig. Nee, Pock ist nicht. Pock ist ja eher. Pock ist doch noch nicht so lange drin. Warum ist das ein Doppelkampf? Sui, dann Tim, Timo Present, Downy, Maxi Flo, Blocky Belex. Wer kommt danach als Kind? Ja. Das werden wir wohl noch irgendwann bald herausfinden. Actually, ich glaube, Side-Methode ist ein guter Switch und da flippen wir einfach aus. Ich bin groß dadurch geworden. BDC, wenn. Ja. Ziemlich sicher. Nicht. Ganz bestimmt nicht während des GPL-Zeitrahmens. Ich gebe wirklich mein Bestes, dass es dieses Jahr klappt. Jetzt müsst ihr allerdings bedenken. Ich muss ja Leute auch irgendwie dazu bereden, dass sie mitmachen. Ergo, ich brauche deren Zeit. Und ich bin eh ein bisschen zeitschwierig gebunden. Problem Nummer 1. Problem Nummer 2. Oh Gott, der hat einen White Herb. Problem Nummer 2 ist, die brauchen die Zeit. Und zum Beispiel, nehmen wir mal den Present als Beispiel. Ein Present hat auch nicht mehr so viel Zeit wie früher. Und dann muss ich ja noch ganz viele andere Leute finden, die da mitziehen können. Aber das ist halt so das Schwierige, weil das kostet halt wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit. Aber das ist halt das Schwierige. Was ist BTC? BTC ist Beat the Champion. Das ist ein Format, das ich ins Leben gerufen habe, wo man quasi gegeneinander antritt und versucht, möglichst schnell die Top 4 plus Champ zu besiegen. Und du dann Punkte sammeln kannst. Und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt halt. Und ich kommentiere das Ganze quasi. Das ist actually ein richtiges Kack-Matchup gerade. Neuer Pappenheimer. Effan, du Ehrenmann. Vielen Dank, dass du dem Nightbot einen nicen Sub geschenkt hast. Ich küsse doch dein Herz. Genau, Press und Timo haben das auch gemacht. Da habe ich ja auch einmal mit kommentiert. Und ich habe da eine ganze Serie zugemacht. Aua, der EQ hat wehgetan. Bitte Champion mit BDSP, Arena Leiter und Liga würde ich fühlen. Ja, dann gib mir die Möglichkeit darauf. Wobei? Ja, nee, dann müssten die im Endeffekt neben mir sitzen. Und ich müsste die Option haben, dass sie halt quasi nicht die Sets davor sehen. Hat nicht jeder bei BDC mal mitgemacht? Ja, also ich habe halt relativ viele Leute schon eingeladen, würde ich sagen. Also da waren schon sehr, sehr viele dabei. Geht das nicht mit der Shigo-Switch? Nicht, dass ich wüsste. Also ich hab mir jetzt noch nie genau Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das ist mit der Shigo-Switch auch sehr schwierig. Weil das Problem ist nämlich, dass ich glaube, du kannst da quasi nicht den Spielstand rüberschicken. Also waren ja einige Folgen und immer drei Leute. Ja, ja, also die meisten, die ich mit dabei haben wollte, waren auch dabei. Also so, ich sag mal, von meiner in Anführungsstrichen Freundesbubble habe ich eigentlich so ziemlich jeden eingeladen, glaube ich, den ich einladen wollte. Ich glaube, Barry war noch nicht dabei, der würde noch fehlen. Und mir gefällt es gar nicht, dass der noch so viele Pokémon hat, ne? Boah, ich hoffe, ich bin jetzt nicht gemein, war, aber mehr würde mir jetzt gerade nicht einfallen, wenn ich noch nicht eingeladen. Danzel würde noch fehlen. Aber ich glaube, zu der Zeit habe ich halt schon wieder Champion gemacht gehabt. Da kannte ich Danzel noch gar nicht so sehr. Also der würde auf jeden Fall fehlen. Und ich glaube, Belex würde zwar auch fehlen, das Problem ist nur, dass Belex Setup nicht gerade das Geiste ist und das bei dem leider nicht funktionieren wird. Ach du Scheiße.
Ja, wir hauen das Brillum weg. Ich glaube, das war es jetzt. Ich bin mir aber unsicher. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Der eine Freund von Downey gerade im Lurk. I will remember that. Das kann gut sein. Beweis. Bitte mich nicht hassen. Danke. Mein Setup funktioniert auch, ja? Nicht schlecht. Also es funktioniert ja schon bei Belix, nur ist zu schwach, leider. Ich glaube, die Sets nicht im Game selbst aussuchen, dann Cut und die 6 ausgesuchten Monstern würde gehen. Ja, aber wäre halt aber auch gigantischer Aufwand wieder. Und das muss ja, also das, die Shiko-Switch muss dann bei so vielen Leuten halt auch wieder funktionieren. Je nachdem, wer es halt spielt. Dann muss ich nämlich festgesetzt zum Beispiel Present und Timo das machen. Hab umsonst Sets gemacht. Nö, hast du nicht. Die werden ja noch benutzt. Also wie gesagt, ich will eigentlich garantiert nach Möglichkeit dieses Jahr noch Beat the Champion machen. Weil Sets teilweise stehen. Es ist eigentlich so ziemlich alles vorbereitet. Ich müsste dann nochmal drüber gucken über alles. Aber eigentlich ist alles fertig soweit. Und es muss halt wirklich, also was halt fehlt, sind die Aufnahmen. So, es muss halt auch noch aufgenommen werden. Aber, ja, muss halt dazu kommen, ne? Und ich muss halt die Leute anfragen. Und jetzt während GPL-Zeit brauche ich niemanden anfragen. Und dann muss ich halt auch die Zeit dafür haben. Und das Problem ist, ich bin halt, wie gesagt, recht eingeschränkt. Ich kann halt wirklich nur immer sicher ab 19 Uhr. Beat the Champion Redux Special in der Preseason. Was für eine Preseason? Was? Preseason? Jetzt bin ich verwirrt. Was meinst du mit Preseason? Also, ich sage euch so, wie es ist. Also, die nächste Beat the Champion Staffel ist auf jeden Fall in Planung. Es ist auch alles gesetzt. Es wird auch ein kleines wenig anders sein als die davor. Also, als die eine da oder die zwei davor. Ja. Also nicht als normaler Teil von Beat the Champion, sondern als One Spin-Off Special. Also ich habe schon überlegt, ob man maybe irgendwie was macht. Ja, es sind ein paar Ideen da, so viel kann ich euch sagen. Es wird nicht wieder komplett das gleiche sein, weil ich mir auch denke, wäre auch ein bisschen langweilig. Ja, genau, ähnlich sowas. Ja, das dachte ich mir, dass du in die Richtung so ein bisschen abziehst mit den Arena-Leitern. Es wird auch wieder nicht ganz dasselbe sein, recht ähnlich wieder, aber nicht ganz dasselbe. Ihr seht es ja dann. Ich will jetzt nicht zu viel drüber reden und dann kommt es am Ende doch wieder nicht, weil die Zeit halt einfach nicht funktioniert oder halt Leute einfach keine Zeit zum Aufnehmen haben, weil wie gesagt, ich will ja auch Leute fragen und vor allem will ich auch neue Leute fragen. Und dann muss ich halt wieder gucken, boah, wen traust du dich, muss ich schon fast sagen, im Endeffekt zu fragen. Wem willst du maybe die Zeit stehlen? Damals, als man Showdown aufnehmen konnte und es das vorwart, war ja einfach quasi dick und doof aufnehmen oder auch bei Present Geschenk und Glibber aufnehmen und man dachte sich so, da ist der heiße Scheiß, den die Leute sehen wollen. Und jetzt denkt man sich so, pff, Showdown hochladen, ganz schwierig, Grafik ist scheiße, wenn überhaupt, dann muss es zusammengeschnitten. Jetzt endlich Tim fragen, also Tim steht auf meiner Liste ganz oben zum Fragen. Das kann ich garantieren. Jo, warte mal, was macht Wolfie hier? Oder wie er heißt? Der sieht actually echt cool hier aus. Showdown-Videos, Bub. Ich frage mich gerade, Cover... Was? Was ist das Cover-Fossil? Plume-Fossil? Hä, bin ich blöd? Was sind das für Fossilien? Cover-Fossil... Cover-Fossil... Ah! Oh, das ist einfach nur... Aber ich dachte mir schon, Plume ist doch Dings... Aber ich wusste nicht, dass das Galapafloss ist. Na gut. Ich heiße doch gar nicht Tim, schade. Und hallo Togekaiser, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Domtendo hat bestimmt auch Bock. Ey, wenn Domtendo Bock hat, der, also, dann sofort, ne? Der darf direkt mitmachen. Gar kein Stress, Freunde. Wenn Domtendo sagt, ey, Downey, ich hätte Bock auf Beat the Champion, dann sage ich, Domtendo, du bist drin. Ich will schauen dann auch jetzt noch. Boah, ich glaube, also, ich würde Showdown auch nicht so schlecht finden. Ich habe auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, so ein bisschen Showdown zu bringen. Mit so funky Sets. Aber dann denke ich mir meistens immer, boah, aber Showdown finden die meisten nicht so geil. Und dann denke ich mir, wenn überhaupt, müsste ich das quasi dann auf Wi-Fi machen, das, was ich mir überlege zu machen mit den funny Sets. Und das wäre dann halt eine Überlegung. Zum Beispiel habe ich auch so einen VGC-Zusammenschnitt mit meinen ersten Schritten. Ich habe mir auch überlegt, ob man vielleicht auf YouTube nicht die ersten Schritte mit dem VGC bringt und daraus quasi einen Zusammenschnitt bringt. Das wäre halt ganz geil und so würde Showdown auch funktionieren. Da bin ich auch am Überlegen.
Notgenau Shonen Leather kann ich mir auch gar nicht geben, wenn Shonen Content muss es besonderes Meta oder ähnliches sein, was auf der Switch nicht geht, sehe ich. Ich sage, auf Click U-Turn habe ich den Raum, um Shonen zu bringen. Ja, ja, auf sowas. Also wenn man sowas in die Richtung macht, da sehe ich es auf jeden Fall, dass man das gut machen kann. Ja, also ich kann dir auch schon sagen, Kreine, der hat auch keinen. Also, ich sage euch, wie es ist. Pokémon-Spieler, die nicht so in... Also, ich sag mal, wie es ist. Also, viele Leute denken, sie wären gut im Pokémon. Das sind meistens dann die, die sich mit der Typeneffektivität auskennen und sich denken, oh, Freunde, viele denken, dass Drachentanz eine schlechte Attacke ist, aber Drachentanz eigentlich mega geil. Und die sich dann richtig geil vorkommen, wenn sie halt dann sowas wie Drachentanz drücken. Deshalb, ja, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, manche. Switch, was? Soft, okay. Der hat mir jetzt einmal meinen Softsend geklaut. Ich weiß nicht, was es ihm gebracht hat. Aber wenn er Spaß dran hat, ist okay. Deshalb, ja. Das ist so, naja. Der sich auch denkt zum Beispiel... Es gibt halt auch Leute, die sich denken, warum sollte ich meinem Pokémon Zugabe beibringen? Also ja. Ich finde auch, also im Pokémon ist man erst richtig gut, wenn man competitive auch richtig gepracticed hat. Dann kann man von mir aus sagen, okay, man ist ganz gut im Pokémon. Dann sehe ich es auch ein. Da sehe ich dann auch, okay, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es sich wirklich ganz gut auskennen kann. Deshalb, Neuer Pappenheimer. Immer ein bisschen schwierig. Und Kappa, vielen Dank für deinen neuesten Resub. Vielen, vielen Dank. Kuss, Kuss, Kuss. Ich wünsche viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Den habe ich jetzt noch rausgedonnert. Kling, kling, ne? Ja. Dafür ist es Cavalier dabei wieder drin. Deshalb ja, also von der Seite, da denken auch viele Leute immer, sehr, sehr viele Leute, sie wären besser, als sie dann am Ende sind. Aber Twin Needle finde ich immer noch besser. Aber hey, solange sie Spaß am Spielen haben, ist ja auch alles gut, bin ich ehrlich. Kein Respekt vor dir, wenn du noch nie die Top 100 auf einer aktuellen Meta-Ladder gehittet hast. Nee, also wie gesagt, ne, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich sag mal, solange man selber Spaß am Spielen hat, ist mir ja eh kackegal, was die Leute machen. Ich hasse es nur, wenn Leute denken, also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann vielen Leuten beim Pokémon-Spielen gar nicht zugucken. Weil sie so eine Rotze zusammenspielen, dass ich es mir nicht geben kann. Also wirklich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe, mir fällt es jetzt nicht ein, wer es war. Ich habe mal versucht, bei wem Pokémon zu gucken. Aber er hat so viel Dummbatz getan. Also so viele Dummbatz-Aktionen einfach auch getan, dass ich mir am Ende nur dachte, ey, bitte, nee, hör einfach auf, lass es bitte einfach. Ich kann mir das einfach nicht angucken. Schon wissen, was alle relevanten Fähigkeiten und Tags kennen und zumindest CPs jetzt mal geschnuppert haben, sonst ist es Klick Feuersturm und Hoffen und Beat the Champion, ja. Auf Geistmods und Lichtattacken spielen Trimax vielleicht. Ne, bei Trimax war es tatsächlich die Sache, das habe ich mir angeguckt und das fand ich actually witzig. Weil Trimax hat nicht wenig Ahnung, er hat nicht mal keine Ahnung, der hat minus Ahnung gefühlt gehabt von dem Spiel. Und das war dann für einen Stream zum Zugucken mit die witzigste Erfahrung in meinem Leben. Ich könnte mir das nie wieder nochmal angucken, aber als er Sword and Shield zum ersten Mal angefasst hatte, war ja mega witzig. War ja gigawitzig. Also was habe ich mir den Arsch abgelacht? Leco mio onze blanco habe ich mir den Arsch dabei abgelacht. Das war ja so gigawitzig. Also ich hatte lange nicht mehr sowas Witziges wie zu dem Moment gesehen gehabt. Bin ich ganz ehrlich. Aber ja, Trimax ist sowieso Intelligenzbolzen der Nation, das ist richtig. Gott, das macht so viel Damage. Sag doch meinen Namen. Nö, dich meine ich damit auch nicht. Downy wie es Käfer auf Gift, das ist resistiert. Super Casual Playthroughs muss ich manchmal auch zu sehr cringen, ja. Also das ist halt auch. Das waren noch Zeiten, dass Leute dachten, Pokémon... Hey! Present hat ja mal ein Video dazu gemacht, als Trimax angefangen hat, mit diesen Pokémon-Karten zu spielen, dass Trimax vielleicht so Pokémon groß machen wird. Da dachte ich mir auch schon, weiß ich jetzt nicht, der macht eigentlich nur Pokémon-Karten auf und hofft, dass er einfach mehr Geld verdient. Da, also, dass er quasi Geld daraus holt. Ich liebe den Kollegen CK Phoenix, aber ich kann mir keine Nuzlocke bei ihm geben. Ja, also allgemein. Also, genau, ich glaube, da habe ich mal gesehen, wie PC auf irgendeinen Nuzlocke von wem reagiert hat, wo ich mir auch dachte, what the fuck spielt der da zusammen?
Also Leute, die wirklich ganz, ganz wenig Ahnung haben und dann irgendwie mit Taucher-Tintoxa oder sowas war es in die Liga gegangen sind. Da war auch Ende bei mir. Da war auch dann einfach Ende bei mir. Also ich sage, ich bin offen für solche, für weirde Sets, wenn sie mir erklärt werden können, aber da dachte ich mir dann auch, eieieiei. Also etwas Wachstum hat es maybe schon gebracht. Auch Unite hatte ja einen sehr kurzen, sehr krassen Hype, wo vielleicht auch einige mehr zu anderen Pokémon gekommen sind. Nee, mein Problem nämlich ist dabei, dass nicht direkt Pokémon den Hype bekommt, sondern Pokémon TCG und Pokémon Unite haben den Hype. Pokémon Unite hat in meinem Kopf absolut wenig zu tun mit Pokémon. Klar denkt sich vielleicht der ein oder andere größere Streamer jetzt, yo, wäre doch eigentlich ganz... Ja, wobei, der drückt Heatwave. Wäre doch jetzt ganz witzig, wäre doch jetzt super funny, wenn ich Pokémon einfach mal normal spiele. Wobei, was ich sagen muss, ist, dass ich in letzter Zeit oder öfters inzwischen sehe, wie irgendwie Leute es richtig krass finden, wenn sie in Pokémon den Nuzlocke spielen. Also so Leute, die eigentlich nichts mit Pokémon am Hut haben, poppt dann auf einmal irgendwo auf YouTube bei mir ein Video auf, wo drin steht, yo, ich spiele Pokémon in einer Nuzlocke und die stellen das als das krasseste überhaupt da, Pokémon in so einer Challenge zu spielen. Ich denke mir so, du spielst halt eine Nuzlocke, what the fuck, was ist los mit dir? Hä? Warum stellst du das so krass hin? Das ist halt ganz, ganz weirde Geschichten teilweise. Fühle Unite 0. Ich muss sagen, Unite geht. Ich bin die ganze Zeit auch immer am überlegen, ob ich nicht Unite mal wieder spielen wollen würde. Ich hätte schon durchaus Lust, mich mal damit auseinanderzusetzen, aber ja. Ich spiele Pokémon, aber es ist extrem schwer. Ja, genau so ein Titel. Und dann in Klammern noch dahinter Nuzlocke. Und dann haben wir den Titel gefunden eigentlich. Dann haben wir einen optimalen Titel da. Ich will von mir sagen, ich bin gut, aber nicht super gut. Es gibt sehr viel bessere. Und ja, Trimax, Sword and Shield Streams waren größtenteils nice, aber zum Beispiel, als einem Gara das Hydro-Pumpe über der Waterfall beigebracht hat, wollte ich mich töten. Ja, also ich hatte ja auch sowas in der Schule allein, wenn zum Beispiel, es gibt ja Leute, die einfach schon pauschal sagen, das ist eine VM, das ist eine schlechte Attacke. Und da bin ich auch einfach schon, da bin ich weg. Und wenn ein Pokémon stirbt, ist es tot, wahre Geschichte. Ich spiele halt LOL und Unite fühlt sich trotzdem irgendwie mega weird an. Das kann ich verstehen, ich spiele halt kein LOL. Deshalb fühlt sich für mich, Unite fühlt sich für mich wie das etwas einfachere oder angenehmere für mich zumindest LOL an. Deshalb finde ich, glaube ich, Unite ganz angenehm. Das ist nicht so komplex wie LOL für mich. Ich habe Unite letztens wieder geupdatet, aber ach du meine Güte, das Spiel langweilt mich jedes Mal nach einem Game wieder. Ja, sehe ich. Ich habe in Worldwide 2 Pelipper mit Flamer plus Schleuder gespielt. Wollte Lissandras Lied burn, jedoch nicht meinen Zwirklop riskieren. Ja, sowas sind halt coole Strategien. Jemand hat Trimax mal gefragt, ob er weiß, was EVs sind, er hat mit EP verwechselt. Ich sterbe. Finde ich nicht schlecht. Ich meine, ich sage, ich mach da nicht mal so mega Auge. Sag, wenn man da wirklich wenig Ahnung hat, sehe ich sogar noch einigermaßen, dass man das verwechseln kann. Irgendwo kann ich es verstehen. Ja, ich sage Scheider, Kraxel, ach so, Zerschneider, Kraxel oder Trümmerer schon Trash. Ja, ja, klar, aber die finden halt dann sowas wie Surfer oder Kaskade halt auch einfach Trash, ne? Das ist halt, ja, ich spiele selbst seit November nicht mehr Unite, aber bin bei Timo Mott und dementsprechend involviert mit High Competitive Unite, das ist schon noch nice. Boah, das Problem bei sowas ist für mich halt immer, ich habe halt keine Ahnung, ich sehe halt nicht, was da krass ist, weil ich das Spiel halt selber auch einfach nicht spiele. Das macht es halt für mich dann wiederum schwierig, weil ich halt einfach nicht einschätzen kann, ob da was Krasses gerade passiert oder nicht. Deshalb, ja. Ja, ja, Kraxa actually auch okay, ja. Für Banette, sage ich schon, für Tauros und so. Ich habe früher von selbst EVs und DVs gezüchtet, ich kenne mich damit aus. Na, nicht schlecht. Der Jerry ist einfach ein Macher, ne? Ein Macher ist das. Ne, ich sage, Unite war schon einen guten Monat relevant. Also eine Woche finde ich jetzt ein bisschen untertrieben, aber halt auch nur einen guten Monat und dann war es halt weg. Ist nicht so schnell gestorben wie BDSP und wie BDSP. BDSP hatte eine Lebzeit von circa 5 Tagen. Pokémon Legends of Arceus von 2 Wochen. Und Dings von einem Monat, würde ich sagen. Unite. Und dann waren die weg. Sword and Shield ist halt immer noch relevant, weil es halt das Spiel ist, wo man halt einfach drauf spielt, logischerweise. Aber ansonsten ist das meiste halt auch einfach echt irrelevant.
Ich stehe immer noch vor der BDSP-Liga. Nicht schlecht, Maxi, nicht schlecht. Ich sag, wenn ich schon vor der Liga stehe, dann könnte man es actually wirklich beenden. Ich glaube, wir werden sie nicht mehr machen. Ja, gibt, aber ich meine, im Endeffekt gibt auch nicht wirklich ein... alle Steine, okay. Gibt halt auch nicht wirklich einen Grund, die nochmal zu machen, ne? Das ist halt auch das Problem. Gibt ja auch keinen Grund. Du hast nicht mal... Oh! Oh, ich glaube, dieses Rotom fangen wir uns. Zumindest, wenn ich ihn nicht töte. Ich habe actually... Ich hätte actually Bock auf einen Rotom. Ich feiere Rotom sehr. Bleib mal drin, Rotom. Und da könnten wir hier sicher auch die Rotom-Formen ändern. Und maybe? Können wir mal gucken, welches Rotom wir nehmen. Welches ich Bock hätte. Bin circa 20 Level unter Champ. Oh ja, gut, das ist schwierig. Sag, Macher passt halt wirklich zu mir, weil ich gerne viel mache und gleichzeitig auch faul bin. Verrückte Welt. Ja, es ist auch für mich immer wieder faszinierend so. Also, für YouTube und Twitch kann ich mich so gut motivieren meistens. Aber... Ich liebe es, wie sie letztens Shaman released hatten, stimmt. Da dachte ich mir auch, ah, die Shiny Hunter. Das sind die, die reingehen. Maxi, du musst noch 100 Punkte ausgeben, aber ich trage dich einfach mal schon mal ein. Mich stört das Legends 2 Monate. Ja, perfekt. Das Legends 2 Monate nach BDSP kam, hat BDSP nochmal künstlich schnell in den Tod getrieben für Shiny Hunting und Casuals. Ich sag auch, das war ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Man hätte Legends, ich glaube Legends, wenn das jetzt so im Mai um den Dreh gekommen wäre, das wäre optimal gewesen. Oh, da ist die Team Rock Climb, nice. Kann ich hier... Okay, hier scheinen ganz viele elektronischen Geräte... Hier sind ganz viele elektronischen Geräte drin. Das heißt, da können wir maybe Rotom abändern. Ah, und hier sind nochmal andere Entwicklungs-Items. Okay. Die Incense-Sachen. Okay, und ganz weirde Bären. PP Max gibt's hier. Hm. Maybe kaufe ich das nochmal vor der Liga oder so. Weiß ich doch nicht. Maxi, Maxi, Maxi. Ja, dann gucken wir mal. Maybe nehmen wir sogar... Na, wobei Rotom Freeze... Ich meine, das ist für die Arena halt geil, ne? Ja, schauen wir mal, welches Rotom wir dann so machen draus. In Mai Legends wäre perfekt, um die Zeit bis Karmesin zu überbrücken. Ja, ich sag auch, Mai wäre eigentlich der perfekte oder das perfekte Datum gewesen, meiner Meinung nach. Es wäre super eine Überbrückung gewesen. Es hätte zeitlich wundervoll reingepasst und allem. Ich verstehe halt echt nicht, warum sie das so gemacht haben, wie sie es jetzt gemacht haben. Das ist, blicke ich leider echt nicht so ganz. Aber na gut. Wenn die Leute meinen, das wäre eine gute Idee, ist... Also Legends hat sich ja deshalb trotzdem richtig gut verkauft, ne? Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dass sich das Ding nicht gut verkauft hat, ist, denke ich, glaube ich, etwas, wo ich sagen, das wäre eine Lüge. Aber ja. Ich habe jetzt mich bei 6 verschiedenen Firmen beworben, keinen Bock mehr. Nicht schlecht. Hast du die schon davor rausgesucht oder hast du die jetzt alle nebenbei rausgesucht? Aber GZ auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es gut laufen wird, Rodeo. Ich drücke dir auf jeden Fall beide Däumchen. Aber das wäre eine schöne Überbrückung gewesen. Aber es wäre auch wieder ein sehr intelligenter Handlungsstrang gewesen. Und das ist halt jetzt nicht unbedingt Game Freaks Stärke, wie wir wissen. Jetzt gerade nicht schlecht. Nicht schlecht dafür. Und mich nervt so, Freunde. Ich bin jetzt so voll im Feeling. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, dass die nächsten 4 Tage wieder einfach arbeiten ist, ne? Ich bin jetzt wieder so voll in meinem Vibe drin, von wegen... die Sludge Wave nehmen wir gerne mit. Von wegen, ich wäre jetzt wieder hauptberuflich YouTuber und Streamer und so. Und streame so jeden Tag oder 5 Tage in der Woche so vor mich hin. So und alles drum und dran. Ich bin da jetzt voll wieder in dem Vibe drin. Oh, und jetzt denke ich mir so, morgen wieder 6 Uhr aufstehen. Boah. Vor allem, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Meine ins Bett geht Zeit hat sich auch wieder so krass umgependelt. Aber so von heute auf morgen, einfach wieder 12:30 erst ins Bett gegangen. Also, vorgestern um 1 Uhr war ich, glaube ich, im Bett. Gestern um 12:30. Und das kann ja nur eine Katastrophe heute werden mit dem ins Bett gehen. Einfach kündigen. Nee, das definitiv nicht. Das ist, ja. Dann ist die Woche ja wieder extrem kurz. Extrem würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich sehe, was sie meinen. Sie ist auf jeden Fall kürzer. Ich habe jetzt Urlaub und Sabi hat Uni. Wir grinden rein, sage ich. Da gönnt euch.
Ja, also ich würde halt gern. Oh. Ah, das Rotation Battle House funktioniert ja nicht mehr so wie früher. Was? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Okay, ich verstehe dieses Minispiel nicht. Wir haben nächste Woche verkaufsoffenen Sonntag. Ach du Kacke, warum tut man sowas? Was ist nächste Woche? Ist das einfach nur so ein random Sonntag? Aber ist ja mega nervig. Warum hat der so viele Schallquaps? Could you show me a Tim Pole? Ich würde es dir gerne zeigen, es hat sich aber schon entwickelt, du Dödel. Waren die davor auch schon da? Aber ja, okay. Ich glaube, damit sind wir jetzt alle Städte hier abgeklappert. Oder Towns, was auch immer. Ich weiß gerade nicht, war ich hier drin? Kriege ich hier noch irgendwie was Cooles? Anscheinend nicht, okay. Na gut. Gut. Ich würde aber sagen, meine Freunde. Meinte nächsten Monat. Ah ja, okay, nevermind. Ja gut, doppeltes Gehalt ist nice. Ich würde aber sagen, das soll es für heute gewesen sein. Haben wir jetzt ganz gut lang gespielt. Fast 2,5 Stunden, ne? Deshalb wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Genießt euren Abend noch, euren freien, wahrscheinlich freien Abend. Und dann muss ich mal gucken, vielleicht hören wir uns nochmal die Woche. Rechnet eher nicht damit, die Woche ist leider sehr, sehr voll. Allerspätestens nächste Woche, ich küsse euer Herz. Ciao, bye bye, tschüss.